Ja, doch, manch genau. Was versucht mich zu erreichen? Ja, Mal wieder. richtig. Hast du um 21 Uhr schon was vor? Gibt's ja nicht, wieso? Ja, ich hätte dich gern bei dem Gespräch dabei. Ja, ich kann mitkommen, kein Problem, kein Ding. Ja, du hast doch gefragt, ob ich was zu tun habe. Ja, nein, ist okay, ich kann mitkommen, kein Ding. Ich hab gesagt, ich war nur gerade beschäftigt, ich hab gerade was gedreht, deswegen, weißt du. Krumme Dinge, hoffe ich doch. Nein, nein, also ja, also halt ein Joint. Aber der ist Okay. nicht krumm, der ist gerade gewonnen, der steht wie eine Kerze. Wir reden vom Halt die Joint, ne? Fresse. Ja, genau. Ruby ist skeptisch. Gut, dann holst du mich ab an der Tankstelle oder was? Ja, ich komme jetzt zur Tankstelle. Dann bis Müssen wir gleich. noch ein paar Dinge klären. Wer ist denn alles da, weißt du das? Ruby ist da und Yoshi und Violet. Wer ist Ja, Yoshi? Yoshi ist irgend so ein Japaner. Warte, Yoshi, du bist doch Japaner, oder? Ja, Yoshi ist so ein Japaner. Irgend so ein Japaner. Na Das gut. ist, ja, den haben Wei und Charlie haben den aufgegabelt. Keine Ahnung. Noch haben Okay. sie keine Leine rangelegt. Der ist aber schon stubenrein, mein Wei. Gut, ich bin gleich da. Bis gleich. Bis dann. So, Miss Rabbit, guten Abend. Hallo. Wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. Du streamst immer gut. Oh. Oh. Ist aber lieb. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Moment, nein, das war falsch. In der Richtung. Hier darf man nicht wenden. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Die Richtung wollte ich, genau. Sag ich doch. Also ich muss noch einkaufen, ne? Moment. Auch noch einen Tequila. Boah, wieder nur noch 30 FPS, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Für die ganze Zeit gezockt, 60 FPS kein Problem. Kaum ist der Stream an 30 FPS. Naja, hilft ja nichts.
Wir haben doch ja Shop-Racks, oder? Ja. Act. Okay, hier sind alkoholfreie. Never mind, da ist Cider. Vorne einer? Erdnüsse, jawohl. Kaffee. Zigaretten. Aber teurer als an der Yingang. Pina Colada. Tequila. Sunrise. Nee, ich brauche richtigen Tequila. Hey? Na? Na. Entschuldigung, ich wurde gerade angefickt. 21 Uhr wollen sie sich hier treffen. Okay. Öffentlichkeitswirksam, oder? Nehme ich mal an, aber das ist ja ganz gut für uns. Ist ja okay. Soll ich nochmal Tee kochen? Ja, ich kaufe gerade eine Flasche Tequila. Aha, dann koche ich Tee. Wir trinken noch sowas, oder? Scheiße, bestimmt, muss ich Geld bestimmt. Okay, 21 Uhr. Ich beeile mich. Mhm, alles klar. Bis gleich. Sag mal, weil... Was ist mit diesem Yoshi, den Dusky erwähnt hat? Er ist ja super niedlich. Also, ja, aber was ist mit dem? Also, wie meinst du? Dann glaubst du, der sollte da viel mitbekommen davon, oder? Das weiß ich noch nicht. Ich kenne den nicht. Ich denke nicht. Ja, gut. Dann sind wir jetzt einer Meinung. Also, ich wäre noch nicht so weit zu sagen, ey, das ist jetzt aber jemand, den müssen wir unbedingt dabei haben. Ja, okay. Ich kenne den nicht. Dann, ich habe mich nur gefragt, weil Dusky für ihn so gesprochen hat, als wenn der irgendwie jetzt dazugehört. Bin gleich wieder da. Nee, keine Ahnung. Kann ich dir nicht genau sagen. Also, er macht einen ganz niedlichen Eindruck so und auch irgendwie ein bisschen wie so ein treuherziges Hündchen. Ja, sehr gute Eigenschaften für ein Haustier. Naja, Treue und Loyalität sind grundsätzlich ja keine sehr schlechten Eigenschaften. Schon, ich glaube, ausschlaggebend war das Wort niedlich. Naja, ungewollt niedlicher, halt, keine Ahnung, das ist sehr schwer einzuschätzen, aber der ist ja voll cute, Mann. Ach, ich mag den. Ich irgendwie, da krieg ich Milchanschuss. Ja, na gut, okay. Mhm, ich geh nochmal schnell Tee aufsetzen. Ich bin in 10 Minuten auch unten. Ja, wunderbar. Ja, bis gleich. Ja, dann bis gleich. So, ist das ein neuer Char oder ist das Michael mit einfach so? Nein, das ist ein neuer Char. Alte recht wenig davon, Server-Hopping zu betreiben. Also quasi den gleichen Char auf mehreren Servern zu verteilen. Das ist, jeder Char, Kombination mit dem Server, ist einzigartig und hat seine eigene Geschichte. Ja, Texturen, boah. Wahnsinn. Performance 1A. Könnte es sein, dass es an mir liegt? Moment. Was hat er da geschrieben? Ach so, ja. Zeit. Ja, ich trage die Zeit ein. Das sind Stunde 15 Minuten. Bürokratie. Okay. Ach, ist es. Ja, das ist Lucky, genau. Michael ist. Also, die Story von Michael ist, dass er. Er ist ja Fu-Shanshu geworden, also der Stellvertreter des Shanshu, und ist dann. Sagen, weil seine Ausbildung beendet ist, zurück nach Phoenix boardet worden, zusammen mit Peoples. Und beide arbeiten jetzt in Peoples gegen das koreanische Kartell. Also in Phoenix. Und Los Santos haben sie aufgegeben. Los Santos haben sie den Mexikanern überlassen.
Ja, und hier schreiben wir quasi eine neue Story. Wir sind hier keine Faction, keine Fraktion. Wir fangen als Zivilist an. Natürlich nur mit den besten Absichten. Und ja, die Entscheidung, weil... war eher serverseitig. Michael wird zusammen mit allen anderen Crime-Factions und Crime-Charakteren für Season 3 von Story Rank gewiped. Darf nicht mehr gespielt werden und damit ist die Story auch beendet. Mal schauen. Wir haben, sag mal, ähnliche Stimmen. Werdet ihr wiedererkennen. Gleiche Spieler. Ähnliche Charaktere, anderes Konzept. Achso, und mein Char kann ich parken. So. Da habt ihr's. Warum darf das nicht mehr gespielt werden? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, weil das Crime-System... Huch, ich habe immer noch die krasse Musik an hier. Keiner sagt was. Weil das Crime- und das Faction-System offiziell, glaube ich, überarbeitet wird und da passen wir nicht mehr rein. Also vermute ich mal. Begründung gab's nie. Aus Reisen. Ach, hi Lee, wie geht's, ne? Hallo. Wie war dein Tag so, Lee? Gut. Danke, warum? Halt mich, ach, nur so. Okay, und eure? Nichts, ja, gut. Wie, nichts? Ja, nicht viel los. Dass er mal Designer werden wollte. Ja, ich hab ein Tattoo stechen lassen. Hast du, okay. Wo, am linken Zeh, oder? Nee, schon der rechte. Am rechten Zeh, okay. Warte, ich zieh das hier mal ein bisschen hoch, den Hoodie, dann sieht man das auch. Ist aber noch die Folie drüber. Ist noch ein bisschen gerötet. Ich wollte gerade sagen, Moment, ist das Farbe oder ist das... Ah, oh, nein, das ist gerötet, okay. Wild. Hi. Ja, das, genau. Einer kennt's, das ist schon mal gut. Das ist schon mal wichtig. Sieht lass mich gefährlich aus. Der Dusky Shark. Ja, der Schwarzhai, richtig, richtig. Ja, wer hätte's gedacht? Ja, das ist schwarz und ein Hai, also der Schwarz... Der Hai ist genauso schwarz wie... Ne, nicht ganz genauso. Gut, Vi kommt gleich wieder, nehme ich an. Ja. Mal Ruby, hast du die Haare anders? Jep, war beim Friseur. Sieht gut aus. Dankeschön. Aber so gut sieht das auch nicht aus. Na? Vielleicht dich doch nicht so an. Na klar. Dann sterbe ich noch an einem Herzinfarkt. Ninja. Was steht auf dem Grab eines Uhrmachers? Nein, ich will's nicht wissen. Tic-Tac-Toe. Nee, seine letzte Stunde hat geschlagen. Okay. Ist halt nicht mehr witzig, weil das Witze bedeutet. Das ist halt nicht witzig. Ja, das... Okay. Hey Leute, wollt ihr Santa Muerte... 15 kaufen? Muss telefonieren. Nee. Nicht, okay. Was ist denn das her? Oh, die Arme. Was? Ja, dein... Das ist auch immer das... Durek. Ding auf deinem Kopf, ja. Durek, das hab ich im Thriftshop gekauft. Hey, Yusei. Ja. Boah. Hey, jetzt oder Yoshi oder wie auch immer. Ja. Willst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Kannst du Auto fahren, oder? Ja, nein, mein, das steht. Also, ich kann Auto fahren, ich besitze aber keinen Führerschein. Naja, ein Auto fährt mit Benzin, oder? Richtig. In dem Fall mit Diesel. Ja. Sag mal, könntest du meinen Wagen zu Creek Keys fahren? Nein, halt nicht. Tatsächlich würde ich das machen. Ich habe jetzt gleich ein Bewerbungsgespräch. Okay. Na also, gut, dann nicht. Ich kann das ruhig eben noch machen, das ist kein Problem. Nein, es dauert ein bisschen. Die müssen da so einen Schlüssel für das Schloss anfertigen. Ja.
um 21 Uhr ein Bewerbungsgespräch bei Meriwether. Ja gut, dann kommst du vor 22 Uhr eh nicht raus. Hast du ein Taxi schon gerufen? Ja, hab ich. Meinte Jerry, könnte ich. Ja, bitte Downtown Cape, oder? Ja, ja. Okay. Verdammt, ich weiß gar nicht, warum ich so viel negative Werbung mache, aber ich habe nur schlechte Erfahrungen mit Alice Taxi gemacht. Naja, ich bin jetzt dreimal schon gefahren, tatsächlich wurde ich heute abgewimmelt, aber... Abgewimmelt vom Taxi? Ja, also ja, ich hab so viel zu tun, ruf Downtown Cap an. Okay. Also immer wenn ich die anrufe, gehen die gar nicht hin. Also ich fahre immer mit Alice Taxi. Geht immer hin. Ich fahre immer mit Alice Taxi, weil Downtown Cap lässt mich immer zum Taxi laufen und dann sind die nicht erreichbar, die dummen Pisser. Also bei mir nicht. Wir sind beide immer erreichbar, ich verstehe eure Probleme nicht. Mir. Da ist schon mein Taxi, das ist ja dann später. Jo. Ja. Weg den Rollen in zwei Wochen. Ja, danke, was? Sam. Was? 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 Ja, bis später. Ja, Sam. Also manchmal. Ach, das ist ein Hai und kein Rochen. Ja, aber ein Rochen ist auch nur ein kleiner Hai. Jochen. Mhm. Was, Jochen? Jochen der Rochen, kennt ihr nicht? Nein. Eine Kindergeschichte. Nee. Okay. Ich kenne nur das mit dem Maulwurf, dem auf den Kopf gekackt wurde. Das für diesen Das kenne ich nicht. Das warte mal, das kenne ich aber auch, ja. Andere Straßenseite, das schwarze Auto, the lady. Ach, Jochen der Rochen, irgendwie sagt mir das was. Hallo. Das, was Charlie sagt, ist was? Wichtig. Was ist wichtig? Ja, ja, aufpassen, ist sein Problem. Was ist denn los? Drüben steht ein schwarzes Auto am anderen Straßenrand. Die beobachten uns. Uns? Wo wissen wir das? Ja, das Auto nicht, aber die Lady daneben. Ja. Wo wissen die, dass die uns beobachten? Weil die vorher ganz langsam vorbeigefahren sind, dann hier getankt haben, uns dabei beobachtet haben und jetzt darüber gefahren sind. Richtig, das meinte ich mit, oh, die Arme. Hm. Also wenn wir jetzt weggehen, meint er, dass sie dann uns hinterherfahren, oder was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich würde vorschlagen, wir sprechen drüben im Park. Ja. Mhm. Wie wär's, wenn wir alle dahin rennen? Das geht bestimmt... Ja, gut, lass uns das. Das sieht bestimmt toll aus. Zeig mal, renn mal vor und wir schauen, was passiert. Okay, kein Ding. Na? Nicht zuwinken. Haut sie? Noch ist sie am Telefon. Es zum Teufel. Die schaut nicht mal, Mann. Auf dem Chinesen laden zu einem Gespräch ein in Chinatown und man fährt hier, naja. Sehe ich erst, was sind das für Schuhe? Rote, hohe Schuhe. Ich habe gleich gesehen, dass du 10 cm größer bist. Ja, ja. Ich will das überhaupt nicht hören. Jetzt finde ich. Bin ich nicht mehr so klein. Das stimmt. Bist du, also könnte meinen, du bist größer als ich. Nein, das jetzt noch nicht, aber. Ja, ich sag ja, also, ich noch höhere Schuhe. Da muss ich ja fast hier raufgehen. So, jetzt passt's wieder. Danke. Und wo steht jetzt hier ein schwarzes Auto? Ja, da links. Das? Hinter uns stehen noch mehr. Ja, ja, hinter uns steht auch noch jemand. Im Geländer beim Haus. Oh Mann. Die haben ihre Vögelchen ausgesandt. Das ist doch niedlich. Das bedeutet, sie haben Respekt vor uns. Das ist was Gutes, glaube ich. Ja, und ich frage mich immer noch, warum. Ich mich auch. Und am Telefon hat die eine richtig guten sich Frisuren eingeschissen. Weiß ich nicht. Moment, warte mal. Doch. Wie meinst doch, du das jetzt? Das kann daran liegen. Lee? Und zweitens... Hammer. Keine Ahnung, vielleicht, weil wir halt immer... in einer größeren Gruppe chillen und die, das weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie so groß ist. Ich weiß warum, weil wir müffeln. Ja? Wie war das? Ah, weil wir müffeln. Ja, nee, ach, stimmt. Nee, wir stinken enorm. Achso, mittlerweile stinken wir enorm, okay, gut. Ich hab's 9 Zettel. Stand da, puh, hier stinkt's enorm, Hilfe. Das ist so drauf. Gewählt, okay. Ausgedrückt. Halt wirklich gewählt. Wow. Da waren bestimmt die Japaner. Akademiker. Das können die Pagos nicht. Ja, und wenn das jemand fragt, warum es hier so stinkt, sagen wir haben Genki gegessen. Oh, that burn. Ja, also nein, ich würde tatsächlich gesagt, es bevorzugen, hier zu reden. Direkt hier, okay. Ich will mich nicht verstecken. Das ist das, was ich nie wollte. Aber der eine von Genkis hat mich heute behandelt. Wait. Ich dachte, der kommt noch nach. Hä?
arbeitet auch im MD. Achso. Wir haben uns entschlossen, es doch hier zu sprechen. Warum machst du im MD? Hingefallen. Oh. Wieder die Treppe im Haus? Hm? Ja, so ungefähr. Nee, bin mit den Schuhen über den Bordstein geknallt. Und deswegen hast du die Schuhe noch an? Ich habe mir ein bisschen aufgeschifft. Das ist jetzt nicht so wild, aber es ist halt eine Umstellung zu Sneaker. Okay, wie geht's denn schon? Ja, wenn man plötzlich 20 cm größer ist, auf jeden Fall. Ja, davor hatte ich nur flache Schuhe an. Das ist halt eine Umstellung. Ja, ich meine, ich könnte dir nicht mal stehen. Du willst damit laufen, also. Noch mittlerweile geht's. Ja, mit für also ich habe aber das Gleichgewicht gefunden wieder. Ja. Ja. Auf jeden Fall hat der Typ vom Genki mich heute behandelt im MD. Ach ja, okay. Mhm. Er hat auch zu mir gesagt, so, dass er mich da schon öfter gesehen hat und ich heiße doch Ruby und sowas halt, keine Ahnung. Hat er das Pflaster mit Essstäbchen? Wollen wir uns setzen? Ja, wir können uns setzen. Was ist mit Essstäbchen? Ja, ob er das Pflaster mit Essstäbchen aufgetragen hat, oder? Nee. Mit wann arbeiten Ärzte in einem Fastfood-Restaurant? Ja, da hat er gesagt, nur ist so Teilzeit. Wie möchtest du an der Spitze sitzen? Ist mir doch egal, wo ich sitze. Na, ich werde jetzt gleich sowieso stehen. Weil die Gäste sollen sich ja setzen. Richtig? Ja, irgendwie so. Wenn Dusky noch dazukommt, ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele von denen kommen. Ich habe mal circa so 8 Tassen Tee gemacht. Nee, 6 Tassen Tee gemacht. Nee, wie viel Tee habe ich gemacht? Ungefähr 12. Wie kommen hierher? Circa 12. Okay. Ist das Tequila? Das ist Tequila. Aber der Platz gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Wegen der Lüftung da an der Wand. Tatsächlich. Ich könnte tatsächlich aber auch drinnen gucken. Was ist, wenn wir zu diesem Brunnen da gehen? Da, wo du letztens mit mir geredet hast? Ja, da wollte ich ja eigentlich hin. Ja, aber da ist viel schöner, lass da. Gehst du denn da nicht hin? Scheiße, warum bin ich denn jetzt hier einmal um Block? Fucking. Das ist ein Sport. Nicht so. Einfach nur Sport. Ja, mein Char muss noch lernen, sich durchzusetzen. Was war das? Ach, nichts. Ist was ausgerutscht? Nein. Alles gut. Du lässt mich ja erst hinsprinten, dann einmal... Es war deine Idee, ich habe niemanden gelassen. Okay, ich beruhig mich. Hier ist so ein bisschen weiter weg von allen Straßen, das sieht besser aus hier. Hat so ein bisschen was von... Hat jemand den Tequila mitgenommen? Ich hab ihn mitgenommen. Weiß ich nicht. Das wäre schlecht gewesen. Also mit dem Kleid kann ich mich halt nicht auf den Boden setzen, ist halt... Also setz dich auf eine Bank. Wir müssen überlegen, wo sollen die dann eigentlich sitzen? Das ist eine viel wichtigere Frage. Ja, wenn er schon rund und diesen Müller immer verteilt. Magst du den mal wegtreten oder so? Den Mülleimer, nicht mich. Hat er schon gleich Bock. Der ist ziemlich schwer. Ich glaube, der ist beschwert. Du stehen, sonst brichst du den. Nee, der ist beschwert. Oder einbetoniert. Alter. Oder du bist zu schwach. Hängst du gleich eine? Komm doch. Ruby? Mal eine Frage an euch. Hat irgendjemand von euch Interesse daran, im Drogengeschäft mitzumachen? Wie meinst du? Das zu verkaufen. Das war jetzt der direkteste Ansage ever. Ticker oder so. Nicht. Ihr wisst doch, dass hier getickt wird. Aber das ist komplett übersättigt hier. Ich will mir nicht auch die Birne da einschlagen. Nein, würde ich niemals machen, sowas, nein. Ticken ist nicht so ein Stimmt, Ding, ja, jetzt wo du das sagst, nee, überhaupt nicht, nein. Ja, aber ticken ja. Auch nicht, Mann. Nee, safe, das, was er sagt. Gut. Ja, genau, was, ja, genau.
Weiß noch nicht, also es ist halt sehr, sehr viel Konkurrenz hier. Nee, nee, aber ticken dann, weiß ich nicht. Damit verdienst du halt auch kaum was. Nee, eben, du stehst blöd an der Tankstelle rum und wartest, bis Leute kommen und musst die voll labern. Heißt du, dann bist du aber auch ein schlechter Mann. Bisschen desperate ist das, glaube ich. Okay. Ja, von einigen von euch weiß ich ja, dass sie einen Herkunftsort haben, der weniger freundlich war. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was ist eigentlich mit also dir, Dusty? Was? Ja, aus welchen Verhältnissen kommst du? Ich war mal hier, mal dort. Bist du auf der Straße aufgewachsen oder nicht? Das war, glaube ich, so. Ja, also. Straße, Villa. Mir ging's nicht. Penthouse. Na, scheiße, Mann, das ist. Ja, ist, was das ist ja, so. Nicht gut, aber halt auch nicht schlecht, so. Also, es war so. War irgendwie immer okay, ich musste halt aushelfen, so, meinen Eltern. Aber ist doch normal, oder? Also. Muss nicht jeder irgendwie aushelfen, so, damit. Also. Ich wollte jetzt nicht wissen, doch, welche Jobs du gehabt hast. Ich wollte nein, eigentlich. Nein, aber das meine ich ja. Also, ja, ist doch. Also, weiß ich nicht. Ich muss halt einen Nebenjob machen, damit Essen so bezahlbar ist. Aus armen oder reichen Verhältnissen kommst. Wo so dein. Keine Ahnung. Ja, scheiße, Mann. Ich war kein Straßenbettler. Oder. Ja, ich war halt kein Straßenbettler so. Ich war halt bei meinen Eltern und habe halt einen Nebenjob gemacht, damit wir uns das Essen auch leisten können. So, das. Also. Ich hab nicht mehr oder weniger als die Leute in diesen Trailern auch so, das ist aber für einiges das Luxus so, das. Ja, irgendwie werde ich daraus nicht schlau, aber gut. Ruby, was ist mit dir? Meine Ansage irgendwie, so meine Aussage sehr sinnig. Also, schon eher in Unterschicht. Aber ich habe tatsächlich jetzt noch nie in der Richtung irgendwie was gemacht. Lady ist wieder da oder so. Mhm. Was von den anderen? Quan lässt sich entschuldigen, der fühlt sich nicht. Und dasselbe gilt auch für Tai. Haus muss verflucht sein oder so. Steigt wieder ein. Soll ich sie mal anrufen? Oh ne, sie parkt. Das ist unsere Gesprächspartnerin oder was? Ich gehe davon aus. Loka. Ja. Also keine Ahnung, wenn mir jemand was in die Hand drückt so dann, und sagt Verkauf, dann würde ich das verkaufen. Wenn ich daraus Cash kriege, dann warum nicht? Ich bin mir nicht zu fein für sowas, also. Mali, dir geht's doch darum, ob die hier weiter ticken dürfen oder nicht, oder? Mir geht's darum, ob wir überhaupt Interesse haben oder ob sie uns als Konkurrenten sehen. Oder ob ich von vornherein sagen kann, dass wir keine Konkurrenten sind. Also ich persönlich sehe mich jetzt nicht so im Gras-Business. Also ich sehe mich eher beim Konsumieren. Wissen die, dass wir hier im Park sind, so? Ja. Sollte es vielleicht jemand der mal sagen? Also ganz ehrlich, wenn die drei Leute haben, um uns zu beobachten, dann werden die wohl wissen, wo wir sind. Weil da jetzt irgendjemand da vor der Tanke steht. Wisst ihr, dass die uns beobachtet haben oder glaubt ihr es? Glauben sie. Ja, dann würde ich vielleicht mal anrufen. Ich sehe, du bist da, oder? Ah, perfekt. Okay. Okay, wir stehen im Park. Leg einfach aus, kein Problem. Das ist okay für mich. Ich hoffe, dass das nicht öfters passiert. Hat sie jetzt einfach aufgelegt? Ja. Wird es nicht. Na, vielleicht wegen Instinctja.
Gefahr. Der Seher steht im Weg, Charlie. Aber den müssen die doch safe jetzt hinterher, oder nicht? Nein, okay. Wie der gedriftet ist, Mann. Gefahr. Hätte ja gerade eine Oma über die Straße laufen können. Ja, ich glaube so. An der Tanke gerade stehen, ne? Ich hab's versucht. Kann es sein, dass die keinen Bock haben? Das wollte ich dir gerade sagen. Wir sind im Park gegenüber. Mhm, dann bis gleich. Ja. Also das Beobachten hat nicht so gut geklappt. Ungeduldig. Ja, und das Mädchen, was dabei war, das uns zu beobachten, ist auch dabei. Ja, aber die ist vorher, glaube ich, weggefahren und dann haben wir Platz gewechselt. Hat gut geklappt mit dem Beobachten. Nun, haben wir sie doch kalt erwischt. Ja, so ein bisschen. Hört mal ein bisschen lauter, bei dem Wind höre ich euch hinten gar nicht, Mann. Ja, okay. War gut zu wissen. Wenn man nicht mehr beobachtet jetzt haben werden. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wenn ich beobachtet werden will, einfach die Straßenseite wechseln. Das sind die ganz sicher, ja? Mhm. Einer davon ist dieser Luca, ja? Die vorne läuft die. Die mit dem. Das sind nur Frauen? Die haben ihre Leggings vorgeschickt, Mann. Hola, Wan Changhao, guten Abend. Ich habe frischen Tee gekocht. Möchtet ihr gerne welchen? No, gracias, aber irgendwer von euch wollte mit mir reden. Direkt. Ja, richtig. Eigentlich wir alle. Okay, warte, dann. Komm, dann setzen wir uns auch mal hin, Mann. Ich bleib stehen. So, ihr trinkt Tequila, richtig? Tee, klar, immer. Dann habe ich ein kleines Geschenk für euch. Muchas gracias. Sehr gerne. Ich mach den mal auf, Mann. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl ruhig. Nein, ihr kommt aus Vespucci, richtig? Wie ist es da so? Offensichtlich. Sehr schön, ne? Du kannst es ja mal besuchen kommen, ne? Ja, würde ich gerne mal machen. Man hat mich schon gewarnt vor ein paar Blocks, die man vielleicht nicht alleine betreten sollte. Deshalb dachte ich mir, wir rufen vielleicht vorher an. Ach so, keine Ahnung. Achso, meinetwegen kann man bei uns schon durchlaufen, so ist kein Problem, solange man keine Scheiße macht. Hey, gut zu wissen. Bei uns wohnen ja auch normale Leute, nicht nur. Naja, bestimmt, ja. So, wir sagen Genbei, wie sagt ihr, wenn ihr was trinkt? Salut. Dann Salut. Wieder ein Salut. Ich weiß noch nicht genau, worauf wir jetzt dringen, aber vamos, ja? Auch auf nichts Bestimmtes. Okay, aber worum geht's denn jetzt hier eigentlich? Okay, ihr habt wenig Zeit, kann das sein? No, ich hab schon ein bisschen Zeit, aber. So. Weiß nicht, ich kenne euch nicht so. Ich bin mir nicht genau sicher, worum es geht, weil dieser Anruf gestern so ein bisschen merkwürdig war. Der war merkwürdig. Weil, was hast du gesagt? Nur mein Treffen gebeten. Schlinde hat sie nicht gesagt, wer sie die Nummer hat. Ja, ich habe die Nummer halt von jemandem bekommen. Achso, das war nur irgendwas mit besorgten Bürgern und sowas, ja?
Ja, die besorgten Bürger. Nun ja, ein Teil davon seht ihr hier. Besorgte okay. Einwohner von Chinatown. Oder okay. Little Seoul, wie es offiziell heißt. Ach, sieh, das habe ich mir schon fast gedacht. Ne? Ich habe euch ein paar Mal hier in den Tankstellen gesehen. Ne? Richtig. Wir wohnen hier und wir beobachten. Und was wir beobachten ist, dass dieses Viertel geprägt ist von ja, Hass und Gewalt, von Drogen, Wände, die getaggt werden. Willkommen in Los Santos. Das musste ich auch lernen. Ah. Ist es so, dass, naja, die einen Tags anders aussehen als die anderen? Dass Latino oder Latina nicht gleich Latine oder Latina ist? Natürlich, ja. Und wenn ich direkter werden soll, dann habt ihr offensichtlich ein Problem mit den Vagos. Wie soll es das sein? Andersrum als die Vagos auch mit euch. Genau. Kennt ihr das Sprichwort, der Feind meines Feindes? Was habt ihr ein Problem mit den Vagos? Ich habe kein direktes Problem mit den Vagos, ich habe ein Problem mit jedem, der hier Drogen verkauft, der und unsere Kinder zur Schule gehen. Der Schießereien beginnt, während die Älteren unter uns einfach nur zum Einkaufen möchten. Zivilisten, die sich nicht sicher fühlen. Naja, dann hast du aber auch ein Problem mit uns, weil wir sind an der Tankstelle, um denn Geld zu verdienen, ne? Genauso ich hoffe wie nicht, den Vagos. Ich hoffe nicht, dass ich ein Problem mit euch habe. Oder dass wir, ich spreche lieber von wir, ein Problem mit euch haben. Na, solltet ihr eigentlich nicht, aber du meintest gerade, du hast ein Problem damit, wenn da Drogen verkauft werden, ne? Ja, vielleicht kann man sich ja einig werden. Alle. Ich kann euch etwas anbieten. Zugegeben, nicht wirklich viel, aber alles, was wir haben. Im Gegenzug dazu brauchen wir etwas von euch. Und deshalb stehen wir hier, wo wir sitzen. Ich schieß los, ich bin ganz Ohr, Meda. Dieses Viertel gehört den Asiaten, den Einwohnern. Hier werden keine Wände getaggt oder besprüht. Hier wird nichts geclaimed. Es gibt keine Schießereien oder Schlägereien. Das wäre meine Idealvorstellung. Achso. Und so ein Regenbogen, Pups, Einhornwelt oder was? Ja, richtig, sowas in die Richtung. Im Gegenzug dazu, dass ja, die Vagos hier keine Geschäfte mehr machen. Und dieses Viertel sicherer wird. Helfen wir euch in Vespucci. Oh, Deus. Also, willst du mir gerade sagen, dass wir Hilfe in Vespucci brauchen, Meda? Was mir zu Ohren gekommen ist, ist, dass es ein ausgeglichener Kampf ist. Eine Revierstreitigkeit, die sich noch Jahre ziehen kann. Mit ziemlich vielen Verlusten auf beiden Seiten. Ja, so ist das Leben, ne? Aber no, so ist es aber gar nicht, ja? Also momentan haben wir den Oberhand und wenn es soweit ist, fast dann bald den komischen hässlichen gelben Text überall, ja? Und wenn die Vagos verschwunden sind? Wenn sie sich hier verbissen, sich. Dann geht ihr an der Tankstelle. Ja, na klar. Dann sprüht ihr die Wände voll. Ach, meinetwegen müssen wir das gar nicht, ja? Wobei, das ist schon ein hübsches, das da drüben, das kann ja bleiben. So ein einziges, ja? Ich muss natürlich die ganze Tankstelle voll sprühen und voll smieren, das ist mir egal. Und den Tankstelle interessiert mich an sich nicht. Es ist nur einen guten Spot, wo viele Leute hinkommen, wo ich meinen Dollar oder meine Leute ihren Geld in Ruhe verdienen können, ne? Ich
Verkauft ihr an Kinder? Obwohl ich nicht mehr da. Mich interessiert auch die Gegend hier nicht wirklich so. Ist nicht die Gegend, wo ich lebe. Hm? Wie gesagt, es ist einfach nur ein Punkt, wo sich viele Leute treffen und wo wir unseren in Ruhe unseren Geschäften nachkommen können. Nachgehen können, ne? Leute, die bei mir wohnen, die nicht so viele Dollars haben und gucken, wo sie bleiben müssen, finden hier einen guten Ort, weil sich hier viele Leute treffen, die sie sich gerne mal etwas gönnen und dann bei denen kaufen, ne? Aber wir verkaufen nichts an Kindern mehr da, wirklich. Na gut, weil das wäre für mich wirklich eine Schmerzgrenze. Ich habe nichts gegen das Weed an sich. Im Gegenteil. Ab und zu rauche ich es selbst. Wenn die Vargos hier weg sind, bedeutet das automatisch, dass das Viertel sicherer wird. Meinst du? Und dann die Schießereien aufhören, richtig? Naja, das wäre ja gut eigentlich so. Ich meine, wir haben jetzt hier nicht wirklich rumgeschossen und das so. Bis auf, naja, egal. Aber das Ding ist so, wie ich schon gesagt, dieser Spot ist einfach immer noch da, egal ob Vargos da sind oder nicht. Und es wird immer wieder irgendwer kommen, der dann meinte, er möchte da auch ein paar Dollars verdienen und seinen Gras da verdicken oder so. Und dann gibt's wieder ein paar Streitigkeiten. Mehr, ich bin kein Fan von irgendwelchen Seasonreihen, falls sie mich da nicht falsch, ja? Aber dass da mal irgendwie ein bisschen geprügelt wird oder so, wird nicht ausbleiben, ne? Das ist schlecht. Da wird es auch ruhigen Zeiten geben, aber es wird halt immer wieder welche geben, die dann denken können, die können sich da breit machen. Und dann muss ich halt eben den Platz ein bisschen, naja, sagen wir, verteidigen. Ne? Seit wann, wenn ich fragen darf, ist das so? Seit wann ist was so? Seit wann gibt es diese Revierstreitigkeit in einem Viertel voller Asiaten? Das hat mit dem Viertel voller Asiaten nichts zu tun. Der Viertel kann auch voller, keine Ahnung, Straßenhunde und der, keine Ahnung, Kanadiern oder Mexikanern sein. Das hat damit gar nichts zu tun. Ne? Wir lassen auch die Leute in Ruhe, die werden nicht belästigt oder sonst irgendwas. Wir sind, naja, so wie, sie halt, wie wir mit unserer Art halt sind zu denen, ne? Korrekt und respektvoll. Aber das, den Streitigkeiten hat er dann mit diesen Leuten nichts zu tun. Je mehr Kunden im Laden, umso mehr Sachen, die wir verkaufen können. Gut, ich habe verstanden, dass ihr hier weiter Gras verkaufen wollt. Na klar. Es ist angekommen. Und ich kann damit leben. Wie sieht's bei euch aus? Nee, wir leben davon, sagen wir mal so. Ich finde es tatsächlich ganz gut, so eine Quelle so zu haben. Ne? Schön, ich finde es auch ganz sinnvoll, aber ich bin ehrlich, ich habe keinen Bock, dass ständig jemand Neues da steht. Weißt du, ich würde es schon besser finden, wenn da nur einer wäre zumindest, weißt du? Mhm. Bester Partner. Gut. Dann einigen wir uns doch darauf, dass wir aussuchen, wer da steht. Ihr drei und wir, ja. Wie viel sind wir? 10? 12? Ich weiß es nicht. Also willst du mir jetzt sagen, du sagst mir jetzt Nord, willst du, dass ich da stehe, dann stehe ich da nicht, oder was? Nein, ich sage, dass wenn ihr da stehen wollt und ihr Hilfe braucht, wir da sind. Wenn wir gemeinsam dieses Viertel etwas sicherer machen. Weil also sollen wir den komischen gelben Dreck ein bisschen wegkehren und dann läuft uns Zeit sein, oder was? Wie wäre es, wenn wir zusammen daran arbeiten, dass dieser Mondkäse, diese verfickte Scheiße hier nicht mehr vertickt wird? Weißt du, da soll Fußnägel drin sein, habe ich gehört. Ja. Die und Achselhaaren und Scheiß mehr da. Das jetzt auch noch, shit, Mann. Ja, keine Ahnung, was ihr alles da reinbauen, ich würde es gar nicht wissen, Mann. Ja. Die, Walle, also. Also, um es zusammenzufassen, wir haben Leute und ihr habt vermutlich Connections. Das Wissen über diese Stadt. Wir haben auch noch Leute.
Aber wenn ihr so kleine Hilfen reichen und sonst, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, mal wieder irgendwas Gelbes da ein bisschen rumschleicht und wieder verdecken kann, irgendwie kleine Messer zu uns, wäre gut, dann könnten wir uns drum kümmern, dass den Lauf wird, falls wir das nicht selber mitkriegen. Ne? Wir haben ja Nummern getauscht. Gut, dann beginnen wir unsere Geschäftsbeziehung doch mit diesem kleinen Deal. Alle. Wir sind Augen und Ohren. Hey, perfekt, das hört sich gut an, Mann. Augen und Ohren kann man überall gebrauchen, ne? Gut. Haben wir jetzt einen Grund zu trinken? Auf alle Fälle, Mäder, ich hab noch. Salut, ne? Salut. NB. Liebe Tequila, Mann. Okay, wie ist denn dein Name, Muchacho? Ich bin Lee. Okay, ich bin Katrina. Lass uns mal den Nummern tauschen. Gut. 191487. 487. Schreib mir deine Nummer auf. Kannst du die Nummer sagen? Ja, 191487. Warte. Warte, ich klinge dich kurz an, dann kannst du eins speichern. Und falls... Also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Leute in Zeichen, also sich daneben benehmen, aber falls immer irgendwas sein sollte, was euch nicht so gefällt und wir darüber reden müssen, dann sagst du mir Bescheid, okay? Ja. Reden aber, ist gut. Aber normalerweise sind die meine Leute immer alle korrekt und respektvoll, also da sollte eigentlich nichts schief gehen, ne? Ich klinge dich kurz an. Hast du? Ja. Katrina. Perfekt. War das, ne? Katrina, sieh mir den C. Mit C. Die. Gut, ist notiert. Okay, perfekt, ne? Dann danke ich euch für das Gespräch. Bitte, nada. Augen und Ohren, ne? Augen und Ohren. Perfekt. Wir melden uns. Ja, bis dann, ne? Ich schau dir's. Liebe ihre Frisur. Ist interessant, ja. Ich bin verliebt. Oh boy. Meinst du, die hat das Sagen dann wirklich? Und das redet sie so. Also sie hat was zu sagen. Könnte auch einen Unterhändler schicken. Wisst ihr, ich habe mal mit MCs gearbeitet. Da konnte man mit jemandem sprechen und haben die sich immer erst sonntags zusammengesetzt und bevor sie Entscheidungen gefällt haben. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also die da konnte auf alle Fälle was entscheiden. Aber es ist doch sehr, sehr gut gelaufen, oder nicht? Es ist genauso gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Mir war klar, dass sie sich nicht davon abhalten lassen, ihr zu verkaufen. Mhm. Aber man muss hoch ansetzen. Die Forderung war groß. Richtig. Man muss hoch ansetzen. Ja, also ich sag so, wie es ist. Meine Augen waren, nachdem du diesen Satz einfach mal gesagt hast, den du gerne auch hättest vielleicht mal vorher sagen können, habe ich nur darauf gewartet, dass sie hinter sich in ihre Hose greift und ich gucke, wo die nächste Wand ist, ja, wo vielleicht ein Kugelhagel mich nicht treffen könnte. Ja, Mann. Das ja, ich hatte Herz auch in die Hose kurz, so. Hätte so ich als einen Roman das, schreiben das, können mit meinem Packstift, aber so, das war okay. Ja, ja. Okay. Hey, ihr kennt uns nicht, ihr habt keine Ahnung, wer wir sind. Ihr kennt uns nicht, ihr habt keine Ahnung, wer wir sind, aber wir verbieten euch jetzt einfach mal hier zu dealen. Richtig. Das schon, die rammt Ruby gleich irgendwie ein Messer ins Bein, oder? Also ich zitiere mal Charlie während des Gesprächs, er stand ja daneben, als ich sie zum Gespräch eingeladen habe. Sei mal ein bisschen netter. Ich war nett. Ja, war ich zu unfreundlich, oder? Nein, sehr direkt. Nein, ich, das fand, also ich hätte es an ihrer Stelle so gut gefunden, richtig. Ja, für gewöhnlich lerne ich mein Gegenüber erst kennen, aber da sie gesagt haben, dass worum es geht und gleich zum Punkt kommen wollten, bin ich auch direkter geworden.
Ja, also an ihrer Stelle hätte ich, glaube ich, eine Glocke gezogen und jedem Pisser hier eine Kugel gesetzt, aber ja. Ja, dann bete ich zu den Ahnen, dass ich niemals mit dir verhandeln muss. Richtig, dass sie jetzt da und nicht du und so. Aber wisst ihr, was ein berühmter Mensch gesagt hat? Oh. Nee. Der Wille gestaltet den Menschen, aber zum Erfolg braucht er Mut und Ausdauer. Ja, ja. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Nee, du. Yoda. So ein Zug, probably. Nein. Nicht Yoda? Nein. Gandalf? Bruce Lee, lasst uns gehen. Achso. Jochen da rauchen? Achso. Ach, Lee, ja, gut. Wo gehst du hin? Also ist okay, ein gemeinschaftliches Gehen. Okay, ich verstehe. Mhm, ich bin voll in der Gruppe integriert. Mhm. Hast du mal die Gedanken lesen können? Griff. Ja, ich hab's im Griff, Mann. Wer sind jetzt die da alle? Am besten finde ich, dass deren Augen und Ohren uns auch so deutlich jetzt gesehen haben, diese blöde... Das ist doch nur ja, offensichtlich brauchen sie Augen und Ohren. Die von Katrina. Ich bräuchte gleich bitte alle Nummern. Weil wenn ja, dann ja, war das ein kurzes Bewerbungsgespräch. Nee, ist er nicht. Nee, das ist er wirklich nicht. Nee. Der ist da bestimmt noch eine Stunde, mindestens. Wir alle die Nummern einspeichern. Ja, machen wir gleich. Hier. Gehen wir zur Couch? Ja. Ja. Die Karawane. Guten Abend. Tut weiter. Guten Abend. Ein bisschen aufpassen. Wir wissen nicht, wo die anderen ihre Spitzel haben. Ich gehe mal auf mein Konto gucken. Ja, mach das. Ja, so hoch. Ja, was? So, du hast einen Stammplatz. Ist okay. Kein Stammplatz, Mann. Billig, du sitzt da immer. Ach so. Außer wenn er da nicht sitzt, dann sitzt er da richtig. Halt nicht. Das stimmt. Dann sitze ich woanders. Manu, hi, grüß dich. Wir müssen noch abklären, ob dieser grüne Wagen, also mit Thiago und dem anderen da, auch zu denen gehört oder zu den anderen. Zu denen oder den anderen? Ja, frag sie, was sie ticken. Ja, shit, der hat mehr Moonchis verkauft, man, der gehört zu den anderen. Ja, dann... Ja, übrigens ist heute einer von den Vargos ausgestiegen, aus ihren, ihr kennt diese grün-orange... Ganz kurz? Ja. Ja. Es wird jetzt besser nicht drüber gesprochen, die, Die Lüftung, ja, ja. Die Lüftung. Ach, verstehe. Gefällt mir nicht. Ach ja, das Wetter ist wunderbar. Gefällt dir die Lüftung denn nicht? Was hat denn die Lüftung dir getan, du Arschloch? Ich hasse die lüftet nach draußen. Das ist Luft, verdammt, sie wirkt lebensverlängernd. Sie oxidiert mein Genom und das macht mich alt und traurig. Weißt du, was ist denn ein Genom? Ach, ein Gnom, dann gibt was ein Gnom. Der ist gerade beim Vorstellungsgespräch. Entschuldigung. Was ist denn mit der arme Yoshi? Kampfart von User auf Yoshi. Keine Ahnung, irgendwas mit Frage. Y und O und S. Ah, okay, ja. Und ich bin froh sein, dass ich ihn nicht Joshua genannt habe oder so. Richtig, das wäre richtig unangenehm. Also, ja, oder Yushai. Name. Yushai. Oder Yusuf oder. Ja, ansonsten können wir gerne noch einen Spaziergang machen. Oder Jockel. Eine vertreten oder so. Was habt ihr heute noch so vor? Nichts. Arbeit also hab ich abgesagt, ich habe Kopfschmerzen. Mal eine wichtige Frage, wir sagen denen, also jetzt nur, wenn Dingens da vorne sind oder auch andere? Nee, auch andere eigentlich, ne? Okay. Ja. Hattest du dich den Deal mit so bei den... Und deshalb würde ich es gut finden, wenn dann jeder einfach die Nummern hat. Ja, genau. Das ja, das machen wir besser später. Yeah. Mhm. Also, hey, wir brauchen langsam einen Bus, irgendwie reichen diese Viehsitzer nicht mehr. Hey Katrina, nee. du kennst mich nicht, ich war aber bei diesem einen Gespräch dabei. Ich wollte nur Bescheid sagen, hier wird wieder Käse verteilt. Genau so. Wir müssen uns ein Codewort ausdenken irgendwie. Die Maus verkauft Käse. Die Maus verkauft Käse. Und Mausos Verkaufus Queso. Oder so. Ich glaube, so ist Maus kam aus dem Spanisch. Loch, verkauft ihr den Käse wieder. Ja, ja. Un Bechito verkauft un Queso oder so. Ich merke, du hast einen Spanischkurs belegt, ja? Ja. Eindeutig. Im Schluss beleidigst du die noch voll nicht, oder so. Ich weiß nicht, was Maus. Ah, nee, Ratancito heißt, glaube ich, Maus. Aber ist auch egal. Nee, Rattan heißt Natter. Nee, das ist ein Möbelstück. Was? Nein, das ist ein Pokémon. Doch. Nein. Ach so. Doch, Rattan so, heißt Natter. Hast du diese koreanischen Haustiere? Tankstelle. Ja. Richtig. Das ist verwandt mit dem Arbok, richtig? Ja, das heißt Cobra übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet. Danke, das wusste ich. Ja, rückwärts. Und Smog heißt Gomsgoms.
Okay, da bin ich raus. Okay, danke. Er wollte doch spazieren gehen. Von Pixie. Ja, okay, komm ich mit. Ja, immer das, wie wär's, wenn du jetzt darüber zum Park sprintest? Der Park war auch wirklich so schön, ne? Jetzt will ich nicht mehr. Ich wollte mir den Park echt noch mal angucken. Nein, wir können auch woanders hingehen. Der Brunnen. Nein, nicht der Brunnen. Schade. Ich mochte den Brunnen. Der Brunnen ist schön. Ja, reicht doch. Okay, reicht doch. Jetzt wird's unangenehm. Genug gelaufen für heute, oder? Also, wie hieß die alte Katrina? Ja, ist meine Spaziergang. Ich dachte, wir gehen wirklich spazieren. Ich war bereit. Ich war ready. Wir gehen wie soll ich denn im Gehen die Nummern austauschen? Warte mal. Ich mach mal hier eine 15 hin. Das wie versteht natürlich keiner. Achso, ich soll das mitschreiben, ne? Okay. Katrina. Wie nennen wir den Baba-Boss? Was? Baba-Boss? Keine Ahnung, das ist wichtig. Man hätte sie fragen müssen, ob ihr La-Katrina gehört. Also wenn, dann heißt es Bossin, ja? Bossin, ja, richtig. Boss Brani, ja? Bosporus. 921. 921. 259. Katrina vom Boss. 259. Richtig. So, wen haben wir denn jetzt noch? Boah, ich spreche sie als La-Katrina die Coole. Dann habe ich einmal La-Katrina und La-Katrina die Coole. Wie hieß diese andere? Wir sollen uns aber nur bei ihr melden, soweit ich das verstanden hatte, oder? Richtig. Nur wenn es Ärger gibt, dann bei ihr. Mhm. Genau, wenn es Ärger gibt, dann bei ihr. Ich hätte noch einen, der Diego oder Raoul oder so ähnlich heißt. Raoul war es, glaube ich. Ich glaube, er heißt ein bisschen anders als Raoul, aber ich habe eine Nummer auf jeden Fall. Und was soll ich denn einspeichen? Irgendwas mit Raoul? Ja, irgendwie Raoul oder so, genau. Genau. 719. 046. 719046. Ja, mach mal. Wichtige Frage. Nee. Gehört jetzt dieser Luchon eigentlich dazu oder nicht? Ja, die habe ich auch noch, die Nummer. Wer ist denn Luchon jetzt? Luchon ist der Caesar. Ein anderer Typ. Ich glaube, der gehört dazu. Nee, war er nicht. Das war die schreibt man Luchon. Keine Ahnung, wie man spricht. Luchon. Also ist jetzt, der hat nicht gesagt, hey, hast du meine Nummer, mein Name? Lucian, und das wird so ausgesprochen, oder? Ich habe Luchon geschrieben. Ich auch. Ich habe auch Luchon geschrieben. Nee, bei mir ist jetzt ein. Ich wollte erst Luchon schreiben, aber das wird, glaube ich, so heißt niemand. Die Nummer habe ich auch, falls ihr die wollt. Ja. Aber dann nicht sicher, ne? Aber dann Fragezeichen mal hintermachen. Ich kann da auch nicht anrufen und sagen, ey Bruder, sag mal, gehörst du auch zu diesen 15er-Typen? Also, Quan hat zu mir gesagt, er hat's herausgefunden und er gehört definitiv dazu. Wer denn? Okay, Luchon? Vertrauen wir ihm, ja. Luchon verteckt dieses Santa Muerte. Dann ist alles gut. Okay, dann kein Fragezeichen. Also, 213 763. 213 763. 763. Das heißt, wir kennen von den Bandans. Vier Stück. Luca ist. Warte, 216? Oh, warte. 2. Warte, jetzt müssen wir mal gucken. War da schon wieder raus? 213763. Ja, war das jetzt Luca, okay, oder? Nein, das war Luchon. Achso. Luchon, ja, genau. Luchon. Und das andere Edel. Luca. Okay. Ist die 532. 297. 297 war das, ne? Mhm. Kannst du mal anklingen? Warte, 532. Schon. Die immer so gekichert hat. Jetzt hab ich's weggepackt. Warte kurz. Luca ist die 532297. Schon, so wie ich es geschrieben habe, ist die Königin der Pyrenäen. Was? Ist das eine Frau? Diese Luchon? Nein, das ist ein Typ. Scheiße. Wollen wir ihn mal als Königin der Pyrenäen ansprechen? Wenn du ein Messer zwischen deinen Rippen haben möchtest, klar, kein Ding. Wäre nicht das erste Mal. Ja, aber ist die Frage, ob du es nochmal möchtest. Nee, du. Ja, man hat sich dann noch die Frage so geklärt. Nee, soll ich das. Nein? Willst du Narbe sehen? Nee? Okay, cool. Direkt neben dem scheiß Einschuss. Geil. Gut. Geile, zeig Narbe. Zeig Narbe. Ja, bitte nicht. Gut. Die wollten so ein Ding von sich stehen haben lassen, oder? Wie wär's mit diesem Zacken-Ding da? Haben die nicht dieses Türkise? Ich fand das Türkise so hübsch.
Was war da drüben? Das ist aber übersprüht worden, glaube ich. Da sind doch diese Hände da drüber. Oder runter. Oder drüber drunter. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hätte es gerne in Türkis. Das sieht einfach freundlicher aus. Mhm. Obwohl der sehr, sehr schön lächelnde Totenkopf auch hübsch ist. Lee, guck mal, dein zukünftiges Auto. Das ist doch dieser Sugar Skull. Außerdem ist der ist doch auch türkis an dem einen Zahn. Ja, und der stört nicht so. Was ist mein zukünftiges Auto? Die Limousine, die gerade vorbeigefahren ist. Ach, verdammt. Ja, ich sehe gerade, ich habe nicht so gut eingeparkt, glaube ich. doch, das passt so. Das geht schon. Also du hast zwei Reifen auf dem Untergesteig und die richtigen. Ja, okay. Na gut. Ja, das sagt. Vorne und hinten, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Kompliment für mich, weil ich weiß dann, dass ich besser als du parken kann. Das, ja. Damit fühle ich mich besser, weißt du? Ja, gut. Und das ist gut für mich. Das ist gut für mein Ego. Ja, ich parke jetzt meinen Arsch in Richtung Quick Keys. Möchte mal mit? Hast du was anderes zu tun? Passt schon. Also wäre. Dann bespaßen wir dich. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn zwei hier bleiben und schon mal einen Blick auf die Tankstelle haben würden. Ich wollte gleich nochmal mit jemandem quatschen. Willst du hier mit dem jemanden quatschen? Nee, wahrscheinlich muss ich da in den Süden runterfahren. Ja, dann lassen wir Ruby nicht alleine. Übrigens. Nein, hätte dann ich fahren wir alle hoch. Alles gut. Also alle außer. Nee, dann bleiben wir hier und du musst dich langweilen. Das ist doch dann dein Problem, hä? Ja, viel Erfolg euch. Danke, tschüss. Ja. Ruby, ich habe übrigens noch einen Vorschlag. Ich erst mal gucken, ob du überhaupt rangehst. Ja. Und zwar, wir haben gestern noch jemanden kennengelernt und in die bin ich ein bisschen verliebt. Punkt 1, nein, ich will die nicht teilen. Hol ich dann noch mit. Ich was ist deine Schwägerin? Frauen. Das ist gut. Meinst du aber nicht meine Schwägerin, oder? Doch. Pass auf. Moment. Was denn? Die ist verheiratet. Deshalb Schwägerin. Ja, das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Und, was ich aber sagen wollte, was noch gar nicht der Punkt der Geschichte war, sie heißt Lily. Ich heiße Violet. Was hältst du von Rose? Gar nichts. Das ist ja ärgerlich, Mann. Dann hätten wir alle Blumennamen. Das wäre so schön gewesen. Nee. Dann wären wir die Power Ranger oder die Powerpuff Girls oder so. Nee, das ist schon so. Das ist haben ja denn auch so Kostüme? So. Ja, Mann, ich hätte gerne so Kostüme, Mann. Ja, so Ganzkörper-Latex-Anzüge. Gibt's ja nur. Bestimmt in dem Lack- und Lederladen. Ich sag jetzt nichts. Es gibt ja wohl Schlimmeres als unseren. Ja, obwohl Latex ist halt echt eklig. Latex klebt so, wenn man da so ein bisschen. Eingeölt ist das in Ordnung. Woher weißt du das? Also, wer bleibt jetzt hier? Mindestens zwei Leute und wer möchte mit? Wer hat da Bock zu warten? Wenn ich kann hier gerne warten. Ich kann hier auch warten, so an sich. Na gut. Dann chillen wir hier. Dann komme ich erstmal mit. Ja. Viel Spaß euch. Gut. So, dann. Hey, bleib da stehen. Gut. Lass nicht drüber reden. Nein. Heute sitze ich mal vorne. Ja, hast du hinten genug ausprobiert. Ja. So, ich muss einmal zu Quick Keys. Und die sind dann Palito. Wieder mal. Langsam kommt mir die Idee von Daniel nach Palito zu ziehen gar nicht so dumm vor. Irgendwie ist alles da oben. Warte, so Quick Keys ist da oben? Ich dachte, das wäre. Okay, krass. Ja, dann fahren wir da mal hin. Eine Autofahrt, die ist lustig oder so. Ich tue schon wieder. Nee, andersrum, nicht du auch noch so rum. Also kannst du aber bitte das nächste Mal Bescheid sagen, wenn du solche anderen Sagen an solche Leute drückst, die wahrscheinlich bis zu den Zähnen bewaffnet sind. Damit ihr mir das ausreden könnt? Nein, damit ich weiß, in welche Richtung ich rennen muss, Mann. Ja, gut zu wissen, dass du rennen würdest, statt zu kämpfen. Ja, weil ich nicht so viel Cash habe, um am Ende die Rechnung zu bezahlen. Jetzt wirklich, ich würde dich hängen lassen, wenn du für unsere Sache einstehst. Nein, aber es ist nicht so einfach, weißt du? Ich bin nicht so gut versichert, also. Gar nicht, also. Ach, Moment, da ist eine komische. Oh, jetzt. Ist nicht versichert, ne? Bei hier. Aus Mutual Insurance getragen, Versicherung. Nein, ich bin nicht versichert.
Ja, und weil ich nicht versichert bin, kann ich nicht einfach so in ein Krankenhaus laufen und die behandeln mich dann, weißt du, weil die wissen ja nicht, ob ich die Rechnung bezahlen kann. Mhm. Oder ich bin dann so hoch verschuldet, Mann. Natürlich würde ich kämpfen, nicht? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Viking bist, ehrlich gesagt. Ja, bin ich ja auch nicht. Ich bin kein Feigling. Ich meine, das sind drei. Wir waren zu fünft. Ja, aber wenn die ein... Also hast du gesehen, ob die vielleicht einen Schlagring drüber hatte oder so? Weißt du, wie lange es dauert, bis die den Schlagring über den Finger hat? Ja, vielleicht hatte sie den ja schon. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Mir wäre das gar nicht aufgefallen. Das hätte ich gesehen. Mhm. Vielleicht frimmelt sie ja auch in ihrer Hosentasche schnell den Ring über die Faust so. Sie hat die Hände in der Hosentasche und schnell rüber und dann zack, zack und dann geht das ganz schnell. Glaubst du, was das sind? Lateinamerikanische Ninjas, oder? Ja. Nein, ich würde nicht rennen. Ich würde kämpfen. Ich bin auch kein Schisser. Ich habe kein Problem damit, mich zu prügeln oder... Vielleicht doch mal was zu fangen, so, aber. Ist halt nicht so einfach, weißt du? Nicht immer. Ja, gegen Instinkte anzukämpfen ist ein Training, das jahrelange Mühen erfordert. Was für Instinkten? Ja, dem Fluchtinstinkt nicht nachzugeben. Ich hab mich schon geprügelt, so ist es nicht. Dann verstehe ich nicht, worauf du hinaus möchtest. Oh, Marc ist gleich hier. Können wir bitte nicht liegen bleiben? Ich sag's dem Auto. Okay. Hey, Rancher. Können wir bitte nicht liegen bleiben? Wir sind gerade eben erst an der Tankstelle vorbeigefahren, Mann. Hm? Ja? Mhm. Hey, wir haben noch einen Balken. Verarsch mich, oder? Nein. Mhm. Hat gerade Pling gemacht. Mhm. Ich schieb mich. Ist hier eine Tankstelle? Nee, sieht nicht so aus. Imbiss, okay. Casa del Mar oder so. Ich glaub, die verkaufen Meeresfrüchte. Hey, guck mal, weißt du, das Problem ist, wenn du so eine Prügelei oder so hast, ne? Dann nimmt dich ja nicht nur der Arzt mit, weißt du? Ja, die Cops auch. Normalerweise. Ja, nachdem der Besteller da ist. Mhm. Und, ich würde ungern mit denen irgendwie in einen Konflikt kommen, weißt du? Ja, kann nervig sein. Mhm. Das Ding ist so, vielleicht sind da noch so ein, zwei Dinge offen. Ja. Wir bleiben jetzt nicht liegen, oder? Schaffen das noch. Wie? Ja, komm schon. Ja, komm schon. Wie? Ja, da geht's bergab. Das hat ein paar Dinge offen, ja? Mhm. Vielleicht habe ich hier und da mal was nicht bezahlt und... Na, okay. Da und dort bin ich vielleicht nicht zu einem Termin gekommen. Shit, suchen die dich? Den Haftbefehl oder sowas? Ich weiß es nicht, also... Ich glaube, die feiern das nicht so, wenn ich dann... Also die feiern das schon sehr, aber ich dann halt nicht so, wenn die mich finden, weißt du? Also, okay, ja, dass sie feiern und du nicht, das ist okay. Ja, weil die haben dann, glaube ich, was sie wollen und ich halt. Ist ein Bestatter? Scheiße.
komm schon. Das Auto, ne? Sagst du. Mhm. Abgewürgt. Das ist ein Automatikauto. Nein, ich habe ihn nicht abgewürgt. Ich dachte, vielleicht kriegst du das auch bei dem hin. Nein, ich glaube, stehen bleiben ist keine so gute Idee. Ach. Komm schon. Wann ist die Haltestelle? Die Tankstelle. Die ist auf der anderen Seite. Nicht da vorne, hier rechts. Ne, hier ist eine, hier ist eine, hier ist eine, ja, hier sag, ist eine. Mach ich doch. Soll ich ein bisschen anschieben? Ja, haben es doch geschafft. Ja, kein Problem. Natürlich nicht. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich Daniel besuchen oder so. Apropos, der Pisser wollte sich noch bei mir melden. Hey, ne? Du wolltest dich noch bei mir melden? Dich verändert, seitdem du den Dienst angefangen hast. Alle sagen das. Das. Lee sagt, er hat einfach aufgelegt. Bin ich alle? Ja. Okay. Nee, das Auto war alle. Ja, das auch. Komm, ich geh kurz zahlen. Bruno's Pitstop. Ich lerne gleich Bruno kennen. Ich glaube, das ist auch so ein MC. Was, warum? Hat auch so eine Jacke. Ist das hier oben eigentlich günstiger? Oh, ein Liebesschloss. Super. Mhm. Also Zigaretten sind bei uns günstiger. $10. Nein, Moment. Das sind zwei Packungen. Eine kostet 15. Hier sind die günstiger. Moment, ich rufe mal kurz die anderen an. Zigaretten brauchen. Also, aber ich glaube, bei den Spritkosten, also wenn du mit dem Sprit noch. Nein, aber wenn ich doch eh schon hier bin, weißt du. Ja, das stimmt. Willst du den Kofferraum jetzt voll packen oder ja, was? Ja, sowas in der Art. Ah, okay. $5 sind $5, weißt du. Charlie. Auch verticken. Hier oben in Palito sind Kippen $5 günstiger. Wie viele? Also $15 pro Schachtel. Soll ich euch was mitnehmen, oder? In Palito, oder was? Ja, hier bei diesem Bonus Pitstop. Weißt du, wie viel hast du eigentlich für beim Kiosk für den bezahlt? Noch ein bisschen günstiger. 14,99 wollen die nur. Ja. Okay. Und man spart sich den Sprit. Aber es ist gut zu wissen, dass die Tankstelle da so scheiß Wucherpreise hat. Ja, scheiß Aufreißer, Mann. Eben, ich wollte es nur sagen, wenn ich eh schon hier oben bin. Aber wenn ihr zum Kiosk geht, dann ist das okay. Ja, wir haben uns gestern ein bisschen eingedeckt an Schachteln. Ja. Ah, okay, alles klar. Alles klar, danke dir trotzdem. Ja, kein Problem, bis dann. Bis dann. Wie hast du für den Tequila bezahlt? $55. Ja, hier kostet der nur 50. Ja, du hast doch die Spritkosten schon erwähnt, oder? Hm. Brauchst du was zu essen noch, oder so? Nö, nee, alles gut. Bratwürste? Nee. Aber ich steig bei dir ein, ist nicht so eng. Hallo, guten Abend. Hey. Coole Jacke. Dankeschön. Jetzt rutsch durch, Mann. Ja, mach ich doch. Ja, Mann. Ja, und wieder eins. Weißt du, was ist denn das hier? Biose-Verkauf? Wahrscheinlich. Und so eine Werbeaktion für LGBTQ oder so. Kauf 2, zahl 3 oder so. Ja. Sei schwul und du kriegst 50% Rabatt oder sowas, keine Ahnung. Wobei Pride Month ist, glaube ich, schon vorbei, oder? Keine Ahnung, ich hab einen Anruf. Oh, shit.
Dann muss ich gleich zurückrufen, Mann. Ja, wir sind da, glaube ich. Ach so, wie lange das hier so dauert? 15 Minuten, haben sie mir gesagt. Ah, dann geht das ja. Ich glaube, das ist hier. Autoservice, das sieht zumindest richtig aus, weißt du? Da ist aber keiner drin. Bis 22 Uhr sind sie da. Also hier ist eine chauffierte Fläche und ich habe sie gefunden. Ja, und getroffen sogar. Ja, ich bin Parkweltmeister. Ja, okay. Vorne ist jemand am Automaten. Wie vielleicht? Hallo, ist da jemand? Hallo, Kikis, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, Young, nochmal hier, ich wäre vor Ort. Ja, Young, dann kommen Sie mal rüber, ich stehe ja bei dir. Ah, dann sind Sie das, okay. Jo, oh. Kommen Sie ruhig weiter. Achso, da steht ja auch Smart Key. Ach, das ist da hinten. Okay. Smart Key, Quick Key, achso, ja, die haben sich mal umbenannt, glaube ich. Ah, okay. Regulatore, danke schön für den Follow, herzlich willkommen. Schon auch. Hallo. Guten ich, okay. Schönen, guten Dachte, ich Abend. Ich muss zu der Werkstatt hin. Nee, das ist die Werkstatt, ist tatsächlich hier so. Ja. Okay. Gut, dann brauche ich bitte einfach einen Personalausweis. Um zu bestätigen, dass hier wirklich der Herr Young. Tja, spricht man das Young aus? Young, genau. Young Li Bao. Herr Young Li Bao, ja, klar. Hier, ist das meiner? Ja. Ja. Keiner Scherz. Gut. Alles gut, dann einmal den Schlüssel geben. Ich gebe dem Kollegen gleich Bescheid. Dauert ungefähr dann 10 Minuten. Ja. Währenddessen dürfen Sie es gerne bequem machen und ja. Bitte sehr. Klar, bis gleich. Tschüss. Okay, danke. Ja, bis gleich. Wo bequem machen? Da drin? Ah, da sitzen Leute. Wolltest du doch noch jemanden anrufen? Ja, ich gleich, wenn wir wieder in der Stadt sind, dann noch wohin? In den Süden. Würde ich vorab setzen. Ja, kannst du dann machen. Mit dem Typen, der mir das Bike auch gegeben hat, weißt du? Ah ja, mit diesem Bike-Verkauf, ja. Ja, genau. Ja, $100 für ein Bike ohne Schlüssel. Warum nicht? Ja, genau. Ja, ich habe ja schon ein Bike. Ich wollte aber nochmal mit dem was sprechen wegen... Auch ohne Schlüssel, oder? Ja, ja. Na. Meinst du, dass Alice hat heute auf? Ja, ich habe was gelesen, dass heute aufgetreten wird ab 23 Uhr. Hey, da muss ich da noch hin. Hier diese Band, wie heißt die? Red Days? Oder so ähnlich? Ja, ich wollte nur Red. Da muss ich da hin, so, weil. Hey, frag mich, ob dieser Spencer nochmal das für. Ich gebe mir nochmal ein Bier aus. Wer ist denn zum Teufel Spencer? Spence. Glaube ich. So hat er sich vorgestellt. Ja, der hat mir ein Bier hier, weil sie beim Alice waren, nicht gestern ausgegeben. Und konnte Chinesisch. Ach ja? Mhm. Der hat Gang Bay gesagt, als er angeschossen ist. Ach doch, da war ich, glaube ich, dabei. Da hast du Stoned, ja. Dann auch nicht, glaube ich. Da weiß ich nicht, kann sein. Ja, aber ich sag's dir, das war ein harter Arbeitstag. 6,5 Stunden Wäscherei. Okay. Ich glaube, ich gehe mal kurz den Bambus gießen, ja? Ja, ich gerne rauchen. Ich bin auch klug, Leute. Ich hab mir was zu trinken gemacht und hab's stehen lassen. Oh, Chicks. Ich bin nicht Chicks. Chicks und Box, alles klar. Gehen wir mal da hinten rein. Winkeln wir etwas länger. Dark Phantom, dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen im Büro. Ich hol kurz mal trinken. Nutzen wir die Zeit. Ihr solltet auch was trinken. Trinkt genug, Leute, auch wenn der Sommer vorbei ist. 2 bis 3 Liter am Tag. Wichtig. Ausrufezeichen trinken. Bis gleich.
So, waren das alle nochmal auf Klo? Kann weitergehen. Heute noch keine Crashes übrigens. Ich kannst du mal kurz fragen, wie lange es noch dauert? Ich hab ein bisschen... Ja. Ja, cool. Ja, schön. Hey. Moin. Ich hab dich auf die Uhr gesehen. Ist der Schlüssel schon fertig? Noch nicht ganz, noch nicht. Kollege. Okay. Guck halt mal nach. Kollege, guck mal ganz kurz nach. Aber ich glaube noch nicht. Fünf nach. Sechs Minuten. Okay, gut. Dann dürfen Sie gleich nochmal vorbeikommen. Ciao. Ja, danke. Okay, das heißt, sag ihn doch mal $300 weg. Ja, um 5 nach. Fertig. 5 nach, okay. Ja, gut. Wir können dann schnell in die Stadt fahren, oder? So schnell es geht. Okay, schön. Bist du mit dem Bike-Verkäufer? Oder ist das privat? Das, ich muss dann einen Kollegen treffen und, was ich mit dem besprechen will, oder wie, oder was? Mich hättest du interessiert, um die Zeit zu überbrücken. Wenn du es nicht erzählen willst, dann erzähl es. Achso, nein, alles gut. Ich wollte tatsächlich eigentlich mal ein bisschen Grünzeug bei dem kaufen und vielleicht auch fragen, ob ich das in Chinatown verticken soll, so. Aber das Zweite hat sich ja jetzt, also das, ne? Ja. Ja. Wenn du dir was dazu verdienen möchtest damit, dann fragen wir Katrina. Ja, ich glaube nicht, dass die das so cool findet, weil dann bei ihr ja auch weniger ankommt, weißt du? Ja, aber sie hat auch weniger Arbeit. Ja, schon, stimmt. Also Fragen kostet ja nichts, weißt du? Ja, mal schauen. Erstmal, ich gleich los. Also, versteh mich nicht falsch, ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt Best Friends sind mit denen. Nee. Ja, aber nur durch so etwas und durch Zuarbeit, Angebot und Nachfrage entwickelt sich so eine Geschäftsbeziehung. Du musst mich übrigens auch nicht im Süden rauslassen. Reicht, wenn du mich irgendwie bei den Kanälen da rauslässt, das wäre ganz cool. Okay. Wirkst nervös? Ja, du, es ist einfach die Zeit, weißt du, es ist einfach der Zeitdruck so ein bisschen. Das ist gut. Wir werden eine Atemübung gemeinsam machen. Ach du. Passt schon. Sorry wegen dem Husten, Leute. Ich kann es nicht immer kontrollieren. Kannst du so Meditation und Atemübungskram machen, oder? Also Atemübungen sind kein Problem. Ja, können wir. Würde ich bestimmt mal drauf zurückkommen. Na komm, wir haben noch 2 Minuten. Wir machen eine Atemübung. Na, okay. Okay, dann entspann dich, stell dich locker hin. Okay. Fertig? Ja, ich glaube schon. Ich versuch's, ja. Einatmen. Okay. Und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Nicht gesund. Das klingt nicht gesund, ehrlich gesagt. Okay. Also, langsam. Langsam einatmen. Halten. Und langsam ausatmen. Und langsam wieder einatmen. Halten und ausatmen. Okay. Ja, spürst du schon, wie die Energie Richtung Boden fließt? So ein bisschen.
Sie verwurzelt dich und hält dich mit der Welt fest. Ja. Ich glaube, du bist nicht ganz bei der Sache. Doch, bin ich. Ich muss nur... Ja. Na gut, dann reicht es auch. Ja, ich... Hat geholfen auf jeden Fall, ein bisschen. Bestimmt. Ich will nicht unhöflich sein, es ist wirklich einfach gerade nur die... Ja, die Zeit. Ist ja bald ins Bett, oder was ist los? Nein, das ist... Der mag es nicht so sehr, wenn man unpünktlich ist und deswegen... Ach so, okay. Ja. Ja, dann sag einfach, dass der Ranger nicht angesprungen ist. Ja, mal schauen. Wird schon. Alles ja, wir können ja gleich los. Ich sag gleich Schlüssel und dann. Hast du irgendwie Rückendeckung, wenn du mit ihm redest, oder? Was? Nein, alles gut. Ja, falls er sauer ist, dass du zu spät bist, weißt du? Nee, das wird schon. Alles gut. Na gut. Was nur, was? Ja, guck mal, ist jetzt auch 5 nach. Ich glaube, wir können jetzt los. Also. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Haben Sie irgendwie Zeitstress? Ach, ich nicht, aber. Alles gut. Ja, hier schon. Alles gut. Bemerkt man absolut gar nicht. Geht klar. Der Kollege hat mir gerade den Schlüssel zugesteckt, wenn ich recht genau. Aber das würde dann noch einmal 300 Euro kosten. Ja. Können Sie das abbuchen oder soll ich das bar geben? Bar. Alles bar. Nur gut, Bares, ich Wahres. Zahlt's noch länger. Hallo. Hallo. Sollen wir noch ausspielen, dass der Automat kein Geld hat? Das wäre schon arg powern, oder? Gut, gebe ich Ihnen das, ja? Genau, geben Sie mir das. So, dankeschön. Danke für die Arbeit. Dann Schlüssel 1, Schlüssel 2. Haben Sie einen angenehmen Abend. Tschüss. Ja, bis dann. Schönen Abend. Ebenfalls. Ich hoffe, der Wagen fällt nicht aus. Na, ja, das wird schon. Wird schon schief gehen. Wird gut gehen, meine ich. Ja, du kannst mich einfach hinter dem Police Department einfach rauslassen. Weinwurt, oder? Nein, dem Vespucci Police Department. Ja. Ach, wir fahren jetzt mal nicht an Polito vorbei, sonst wird mir wieder schlecht, weißt du? Ja, immer wenn ich an dieser Hühnerfarm vorbeifahre, wird mir echt schlecht. Endlich. Stinkt auch ziemlich da. Gab das diese ganzen Abfälle von den Hühnern einfach in den Kanal leiten und dann kommt das so von den Gullis hoch, weißt du, und dann... Ne? Du hast nicht zufällig irgendwas Fertiges oder so zu essen dabei oder so? Einen Lachsburger dabei. Ja, wenn du mir den gleich in der Stadt geben könntest, weißt du, nur falls mir ja, klar. Übel wird wegen Aufregung oder so. Oder das, was, wegen Aufregung? Ja, ich, ach du, alles gut, ja. Hast du wirklich keine Hilfe? Nein.
Das heißt, wenn wir mal irgendwie Cops sehen oder so, dann sollen wir dich warnen, oder wie ist das? Ja, also wenn... Ja, wenn die mal was von uns wollen, so, dann... Ja, cool, wenn ihr dafür sorgen könntet, dass ich vielleicht wegkomme oder so, also, ne? Ich glaub nicht, dass die ein Bild oder so von mir haben, also nicht, dass ich's wüsste, aber... Ne? Ja, alles klar. Nicht, dass die mal nach meinem Ausweis fragen und dann sehen die, aha, hier im System steht aber noch die und die Strafe offen. Dann nehmen wir sie mal mit. Hey, was ja ziemlich schön ist. Wer darf davon wissen? Also ich werde es nicht jedem sagen, deshalb ist es. Okay, das. Kannst auch für mich behalten. Wäre cool, wenn du das erstmal für dich behältst. Ja, ist kein Problem. Nur damit du mal vielleicht weißt, falls ich mal schnell weg muss, wenn die Cops oder so da sind. Oder auch warum ich so ungern irgendwie zu Blaulicht hingehe, so, dann machen die eine Kontrolle und dann bin ich halt am Arsch, so, dann nehmen die mich wieder mit. Darf ich fragen, was du angestellt hast? Was denkst du denn? Keine Ahnung. Überfall, Ladendiebstahl. Ja, also. Hast du jemanden ausgeraubt oder so? Ja, also eigentlich ist das Problem. Scheiße, das behältst du aber auch sicher für dich, oder? Klar. Ja, das Kernproblem ist eigentlich, dass ich. Ich hab keine Papiere. Was meinst du mit keine Papiere? Du bist nicht gemeldet, oder? Ja, kann man so sagen, genau. Hast du ordentlich was ausgefressen? Ja, also, ne, ich... würde sagen, mein Ausweis ist quasi abgelaufen, so mäßig. Okay, und wegen dem Haftbefehl kannst du dir keinen neuen holen, ich verstehe. Genau. Deswegen habe ich auch echt Schiss vor dieser Highway Control. Ach, dann brettern wir einfach durch. Ja. Stimmt, mit der Sportkarre geht das ja. Es ist schwierig, deswegen hatte ich auch so meine Probleme, ins Unicorn reinzukommen. Ich war noch nie im Unicorn. Wie hast du es dann geschafft? Ah, die Security war ein bisschen dumm, so. Ah, ein Klassiker. Ja. Aber die ganze Geschichte dahinter so, die erzähle ich dir nochmal, aber das ist an einem anderen Zeitpunkt. Ja, wenn du bereit bist. Ja. Hier und dann hier runter, ja? Okay. Mhm. Schon. Weiß man jetzt, stirbt bitte nicht. Geht wieder bergab. Ja. Ja, da links ist Schnittelsau. Ja, genau. Da muss ich hier abfahren, ja? Ja, also da hinten. Genau, hier. Hinten? Hier, ja? Ja, hier. Hier? Hier. Okay, hier. Und jetzt links dann. Und dann kurz geradeaus und dann rechts. Hier links.
Jetzt geradeaus, 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 geradeaus. Über die Kreuzung. Über die Kreuzung, okay. Über die Kreuzung. Ja. Und dann jetzt hier gleich die nächste rechts. Genau hier. Soll ich dich direkt zum Police Department liefern, oder? Ja, einfach dahinter. Kannst du mich. Kannst du mich einfach rauslassen? Ich steige hier einfach schnell aus. Du kannst schon mal weiterfahren. Bis später. Alles klar. Du wolltest doch den Burger haben. Ob er ist disconnected? Scheiße. Na gut, er hat gesagt, bis später. Gibt's ja keinen Burger. Links ist schick. Also nichts für unseren Char, aber so generell ist es ein schicker Wagen. Alle, dass sich alle diesen iWagon gekauft haben, ne? Komische Elektrokarre. Ich wollte mal fragen, weil wir gerade noch unterwegs sind, was ihr gerade so macht. Ich habe Dusky gerade abgesetzt. Er hat irgendwie noch Termin mit jemandem und ich bin auf dem Weg zur Tankstelle. Weil Charlie und ich, wir wollten eigentlich noch ins Lolitas. Und hast du Bock, damit zu gehen oder sollen wir zur Tankstelle kommen? Kann auch zum Lolitas fahren. Also zum Lolitas. Seid ihr mit dem Auto unterwegs, oder? Ja, würde es auch, glaube ich, auch ins Auto hier reinpassen. Ja, ich kann selbst fahren. Ja. Aber jetzt sind wir eh an der Tankstelle. Ritschbahn. Ja, vielleicht könnt ihr da mal reinfahren und schauen, wer da steht. Oh, eine ganze Bagage. Huch. Ja. Hat gerade gesagt, ich soll mal gucken, wer da ist. Na gut, dann war nicht auffällig, warten wir hier einfach auf dich. Ich stehe gegenüber. Okay, bis gleich. Okay, der Wagen war jetzt verdächtig. Ach komm, ich will noch was zu essen kaufen. Hallo, was gibt's denn hier so Schönes? Hm, okay, erst der Gutschein, ja, ein Würfel, hm, okay, schön. Was auch immer das ist. Achso, das waren Zigarillos, glaube ich, hat mir mal gesagt, ne? Geile Käsebällchen, hm? Hier waren die Blumen. Die ganzen Blumen her. Hey. Hier trinken haben wir eigentlich. Auch was zu essen. Dino Nuggets.
Ach, warum nicht? Kauf uns halt so komische Spicy Nuggets. Warum nicht? Muss man die auspacken? Kann einfach so essen. Okay. Scheißhügel habe ich nicht. Und Changa. Ich habe was für dich. Bonn oder was für Schlüssel Jacob? Dankeschön. Ich brauche einen Anzug. Hast du einen Anzug? Ich habe keinen Anzug, ne? Scheiße. Hast du ein Vorstellungsgespräch? Ja, ein Vorstellungsgespräch. Ja. Shit, du brauchst einen. Jetzt heute sofort zu. Nein, ganz so hektisch ist es nicht. Mit Frauenklamotten könnte ich den, aber einen Anzug habe ich leider auch nicht. Damit das wieder Probleme mit dem Vorstellungsgespräch. Ja, vermutlich. Warum wieder? Nee, Moment. Aber ja. Halt. Ich brauche auch Kleidung. Ich habe Donnerstag ein Vorstellungsgespräch. Du meinst, es ist Freitag, aber es wird ungefähr ähnliche Statur. Ich würde sagen, ich kann dir gerne mal meinen Schrank zeigen. Vielleicht findest du was, aber kannst halt auch nicht garantieren. Ich gehe einfach einen kaufen im Netz. Wir suchen einfach mal den Thrift-Shop oder Bates in Social Center. Einen Anzug $500. Der günstigste. Ja, dann zahle ich eben $500. Ich kann ja nicht zu einem Vorstellungsgespräch so gehen, wie sieht das aus. Ich kann den Hemd leihen, aber das... Also, Staatsanwaltschaft. Oh shit, nee, das geht... Ne, was? Ja, oh nee, das geht nicht mit... Ja. Geht nicht. Ich habe mir gedacht, ich schau mal, ob ich nicht vielleicht Staatsanwalt werden kann. Hast du schon eine Einladung bekommen, oder? Ja, heute Morgen die Bewerbung geschickt und... Also eigentlich die sind richtig quick, man. Um 19 Uhr eine Bewerbung geschickt und um 20 Uhr hatte ich einen Termin. Naja, die waren ein bisschen beeindruckt. Ich habe halt die ganzen Master of Law Zertifikate und so weiter angehangen. Ich glaube, das hat die relativ schnell davon überzeugt, dass sie mit mir reden sollen. Ja, das, wahrscheinlich. Wahre Bereicherung für den Staat. Ja, für eine Weile zumindest. Simbuddy! Dankeschön für den Follow. Und wo hast du ein Vorstellungsgespräch? Staatsanwaltschaft. Auch. Oh. Oh. Okay. Aber Verwaltung. Verwaltung. Also so Aktenkrimskrams. Genau. Ja, man muss sich ja mal angucken, wie die arbeiten. Scheiße, okay. Dann muss ich mich da jetzt auch bewerben, als was? Als Hausmeister, oder? Ja, dann wissen wir auch noch, wie das Gebäude aussieht. Überlass das uns. Okay. Nein, mir geht's darum, dass ich wirklich wissen will, wie die arbeiten. Wir wissen, wer die Staatsanwälte sind, wir wissen, wer die Richter sind. Wenn man versteht, wie die arbeiten, naja, kann man danach vielleicht eine Kanzlei aufmachen und die kaputt hauen. Ja, sonst zusagt er schon, kenne deinen Feind. Richtig. Ganz genau. Es gibt ein paar neue Entwicklungen hier. Interessant. Äußerst interessant. Mhm. Was passiert? Ja, wir haben heute mit den Aztekas gesprochen. Ah, das wolltest du ja sowieso. Das ging ja schnell. Richtig. Und die sind sehr daran interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten, weil sie die Vagos loswerden wollen. Das soll ich sagen. Also sehr daran interessiert nicht, aber ich glaube, wir sind zu einer Einigung gekommen. Was wir in Zukunft machen werden, ist denen Bescheid geben, wenn die Vagos hier sind. Wir sind Augen und Ohren in diesem Viertel. Ja, klingt vernünftig. Im Gegenzug dafür, also dafür werden die halt dann hier ticken, aber das Viertel wird wesentlich ruhiger werden, darauf konnten wir uns einigen. Außerdem kommen diese ganzen Schmierereien weg. Bis auf eine. Das ist ein Anfang. Das ist ein Anfang. Lieber die Taube in der Hand, oder wie das heißt. Naja. Das Gerd mir gerade gesagt, der will nichts mehr vorgewarnt werden, wenn ich denen sage, was ich eigentlich vorhabe. Nein, ich habe ihn auch nicht vorgewarnt. Habe ich mir gedacht. Aber er war bereit wegzuspringen, als ich es gesagt habe. Na, ja, das ist doch nett. Aber im Ernst, was ist mit diesem Altkleidercontainer, der Klamotten ausgibt? Sind die da heute? The Faith and Social Center. Genau. Keine Ahnung, ich ruf mal an. Ach, hör doch was. Wir wollten ins Lolitas, wollt ihr denn mit, oder? Weiß nicht, was das ist. So eine Latino-Bar im Süden. Ja. Klingt spitze. Ist hier auch nur, die Leute sind manchmal so ein bisschen schräg so. Aber der Teil nicht im Faith and Social Center? Das sind sie überall. Ja, aber der ist heute nicht da. Faith and Social Center, hallo. Ja, hier hallo, guten Abend, gestern, Jan hier. Ich wollte nachfragen, ob sie gerade geöffnet haben. Hat jemand da? Theorie- ist?
Ja, also ich kann gerne hinkommen. Um was geht es denn? Ich habe hier zwei Kandidaten, die sich gerne ausstatten würden. Die müssen sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Wir haben sozusagen noch die Klamotten. Sie sich vorbereiten? Auf ein Vorstellungsgespräch. Ah, okay, okay. Ja, ja klar, natürlich. Wann könnten Sie denn da sein? Dann komme ich auch. Wir könnten jetzt losfahren oder habt ihr was anderes vor? Nö. Achso, ich nicht. Okay, ja, wir könnten losfahren. Weiß nicht, 5 Minuten, okay, 10 Minuten. Dann würde ich sagen, genau, ich würde sagen, 10 Minuten, also um halb, ne? Das sind so 7 Minuten, das dürfte reichen. Ja, alles klar, dann um halb. Ja? Dann sehen wir uns gleich davor, ja? Bis gleich, haben Sie, vielen Dank. Bis gleich, gerne, tschüss. Hallo. Ja, um halb. Ja, das ist dann kommen wir etwas nach in Solitas, ja? Kann ja so lange nicht dauern, also ich meine. Ist ja kein Laden. Die sollen mir ein paar T-Shirts oder sowas geben. Vielleicht ein Hemd. Und wir können doch auch zusammen hinfahren und dann zusammen ins Lolita. Willst du dann auch wieder kostenlose Klamotten? Wollte ich gerade sagen. Ich kann es versuchen. Ich würde es auch versuchen. Ich meine so. Ja, vielleicht haben sie neue schicke Sachen. Hallo Schwabe, hello, hello. Ich erinnere mich dran, dass ich versuche zum Friseur zu kommen, bevor ich dann noch zu einem Vorstellungsgespräch gehe. Tschö. Mach mir nur ein bisschen Sorgen. Also La Katrina macht immer um 19 Uhr auf. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass wenn ich da morgen anrufe, um denen zu sagen, dass ich Freitag nicht kann, dass sie dann sagen, kommen sie sofort vorbei, und ich keine Klamotten dafür habe. Dann schreibe ich auf Venture, brauche geliehenen Anzug. Nee, ja, Moment, mal sehen, wir fahren einfach los und dann. Ja, ja. Wenn wir Jacob treffen, dann, der ist doch so ein Anzugtyp. So. Ja, der hat 2-3 Kollektionen. Vielleicht wird es ein bisschen eng oder so, oder weit, ich weiß es nicht. Ich bin klein. Ja, er auch. Gut. Er auch eigentlich, ja. Vielleicht Con. Das muss ja nur für den Moment reichen. Ich werde mir einen Anzug kaufen. Also ich glaube, ich könnte mir sogar einen kaufen, aber dieser komische Laden hatte gestern nicht auf. Wie heißt der noch? Frodonis oder Brodinger? Brodinger, glaube ich, ne? War das nicht irgendwie der, der ein Angebot hat? So ein Komplettanzug ohne Schuhe? Das war Brodinger, oder so ein Scheiß. Genau. Ja. Na, erstmal gucken, vielleicht können die ja da helfen. Gut. Wollen wir los? Ja. Dann schauen wir doch mal, oder wie? Mhm. Wo kein Glatter ist, ist da Moment, wo habe ich geparkt? Weiß da drüben geparkt. Das wollte ich dich auch gerade fragen. Bin einfach zu dem Platz gegangen, wo der immer steht. Spielt in der Gang oder der Mafia? Ein Hybrid, würde ich sagen. Also irgendwie beides. Untere Reihen Gang, obere Reihe Mafia. Schnell waren die. Also entweder haben die es eilig oder ich habe sie tatsächlich beeindruckt. Vielleicht beides. Ja, vielleicht beides. Kommt mir nur gelegen, je schneller ich arbeiten kann, desto schneller kann ich Geld ranbringen. Ja, desto seltener sehe ich dich. Naja, abwarten. Hab einen Plan. Ist doch alles nicht, So, test mal bitte, ob der Schlüssel funktioniert. Sieht gut aus, ne? Ziemlich. Wie gesagt, ist ja alles nicht ohne Absicht. Genau, Sleeping Dogs ist der ist unangenehm die Vorlage. Ist es ja schon, jetzt in so einem Altkleider-Ding nach Klamotten zu fragen, aber hey, fuck it. Ja, das habe ich nie gemacht. Ja. Kann ja auch Geld leihen, wir rufen beim jetzt haben wir schon angerufen. Ja, jetzt wollen wir da mal hin, was sollst du? Wenn dir nichts gefällt, sagst du einfach, dir gefällt nichts und wir kaufen dir morgen einen Anzug. Ja, wenn mir nichts gefällt, nehme ich irgendwas mit und sag lieb danke, aber nicht viel und dann kaufen wir trotzdem einen Anzug. Gutmütigkeit sollte man nicht ausschlagen. Müsste nur irgendwie wieder mich wieder erinnern, wo das war. Aber ich glaube, ich finde ihn. Ich glaube, wie oder Wei oder wie sie heißt, hatte irgendwas von einem großen, weißen, quadratischen Gebäude gefaselt. Ja, da ist so ein ganz großer Platz davor. Ja. Sie hat angedeutet, das schränkt es irgendwie auf 60 Gebäude hier unten ein, deswegen. Ja, so ein großes, quadratisches, weißes Gebäude ist so ein, sag mal, das, die atypische Bezeichnung eines jeden Gebäudes, oder? Nein, manche sind nicht weiß. Das stimmt. Ja, aber doch sehr viele. Ja, alle Weißen zum Beispiel. Ich glaube hier rechts und dann, ja. Da ist zumindest ein Platz.
Und da sind auch weiße Gebäude. Rechts und links quasi. Ja, Wendekreis wie ein halber LKW. Das Ding ist ein halber LKW. Ja, parken ist nicht immer einfach damit. Topspeed 200 Meilen im freien Fall. Weißt du, parken ist nicht immer einfach damit. Du hast. Na gut, ich erinnere mich, dass du so immer parkst. Ich versuche zu üben, okay? Ja. Es ist schon besser geworden. Danke. Nein. Immerhin treffe ich den Bürgersteig. Ja, schon, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Wo ist man hin? In das große quadratische Gebäude. Ich glaube, da vorne hin. Ja. Ja, Usain Bolt ist wieder da. Ja, Usain Bolt, genau. Ja. Guten Abend. Hätte ich mal. Weihnachtsmich an. Der ist jetzt Security-Mitarbeiter. Hm. Wo das denn? Bei Meriwether. Hast du den Job angenommen, ja? Ja, ich bin ja. Hast du dir mal diesen Knebelvertrag durchgelesen? Ja, ich weiß schon. Aber ganz ehrlich. Oh, sind das die, die unten in diesem Dingsbums stehen und den Leuten sagen: Schönen guten Tag, stellen Sie Ihre Tasche nach links und gehen Sie da hinten Katze genau. Ja. Ey, das sind 75 Dollar, ja? Als Kadett. 65. Nichts tun. 75 ja, also Dollar Anfang, die Stunde. Also am Anfang sind es 65. Die erste Waffe. Die ersten drei Wochen, ja. Wenn du dann dich noch weiterbildest, kriegst du sogar 85. Also das ist schon ordentlich Geld. Mhm. Das ist aber wirklich ordentlich Geld. So, wo ist man denn hier hin? Super Officer bist, dann... Nein, da kommt ja, gleich drin, jemand, oder? Ja. War noch zu früh drin. Schon drin. Ja, wer weiß, vermutlich. So, wir kriegen da wenig Kleidung. Dollar hätte ich den Job auch genommen, glaube ich. Ja. Jetzt? Die suchen noch Mitarbeiter. Nein, ich habe mal ein Vorstellungsgespräch. Ich war hier noch nie. Ich glaube, da kommt gerade wer. Ja? Ich glaube, die Küche ist falsch. Nee, die Küche ist einfach falsch. Glaube ich. Hier war offen. Wir sind nicht schuld, woran auch immer. Ich möchte klarstellen, dass wir nicht eingebrochen sind. Aufwärmen kann und so. Ja, das kannst du in deiner Karriere bald vergessen. Allerdings. Ich habe auch für 20 gearbeitet, Hanna. Hi. Guten Abend. Hallo. Hola. So, welche zwei sind es denn? Also ich hier. Jetzt sind es drei, ich brauche noch. Drei. Okay. Ja. Den haben wir unterwegs gefunden, ja. Der ist quasi zugelaufen. Ja, sowas passiert manchmal. Also der ist zugelaufen, ja, genau. Überhaupt gar kein Problem. Die Situation ist zusammengefasst relativ einfach. Ich bin recht frisch in der Stadt, relativ mittellos und habe ein Vorstellungsgespräch. Wenn ich da so auftauche, ist es mein letztes Vorstellungsgespräch. Dann hat man mir gesagt, ich könnte mich hier mal melden. Ja, dann gucken wir mal, was wir da haben, ne? Fantastisch. Bisschen unangenehm, aber. Es muss überhaupt nicht unangenehm sein, dafür sind wir denn da, ne? Wollen alle mit oder nur die drei, die es jetzt betrifft? Also ich muss nicht mit. Okay. Okay. Die anderen folgen, die jetzt. Folgen. Ja. Jetzt, du sollst da folgen, Mann. Ja. Nee, so ein bisschen schäbig kommt man sich vor, wenn man da jetzt noch schnorren geht. Irgendwie schon, ja. Irgendwie fühlt sich jetzt wirklich nicht mehr gut an. Ja. Ich weiß nicht, Nachdem die kommt, die uns halt kennt, so. Und das wenn du irgendwie 700 Dollar Trinkgeld bekommen hast oder so. Echt? 700? Nee, 700 waren es nicht. War das euer gemeinsames Trinkgeld? Nee, sie hat extra nochmal 400 oder so gemacht an dem Abend. Und ich habe auch 400 gekriegt und der Chef hat mir dann auch nochmal was zugesteckt. Ah ja, okay. Also dieser Herr Silver oder so. Wo muss ich anfangen? Wie gesagt, ich fange in der Küche an und irgendwann benennen wir das Ding um in Little Peking. Dann wird einfach die Speisekarte ausgetauscht und das Spaghetti Bolognese gibt es dann Wantan. Statt Bruschetta, Chop Suey. Ich weiß nicht, da oben, also wir haben jetzt schon voll viele gesagt, boah, Little Italy, da gehe ich irgendwie nie hin. Aber warum? Na gut, das ist ein bisschen fernab vom Schuss. Weg vom Schuss, ja. Aber die da hinkommen, die geben gut Trinkgeld, auf jeden Fall. Ja, ich habe wenig Kunden bei der Wäscherei. Und ja, trotzdem,
60 Dollar die Stunde. Das ist nicht schlecht. Dafür, dass ich im Endeffekt aber öffnen kann, wann ich möchte. Völlig selbstständig. Das ist halt schon cool. Und keine Mindestarbeitszeit. Ich glaube, das war bei Meriwether das Problem, oder? Eins der Dinge war die Mindestarbeitszeit, ja. Ja. Andere waren diese 5000 Dollar und das dritte war... Dass sie dir verbieten können, irgendwo zu arbeiten. Ja. Genau, und dass sie dir sagen, wo du dich hinstellen sollst. Ja, das auch noch. Und mit wem. Genau, und mit wem und wann und irgendwie, keine Ahnung. Also eigentlich bist du dir ein Sklave. Genau. Kaufen sich für 85 Dollar die Stunde. Und dann stellen die dich da halt dahin, wo sie Bock haben. Ja, stimmt. Hm? Und wenn du dann mit irgendwelchen Leuten, wo du keinen Bock drauf hast, dann musst du da trotzdem stehen. Keine Ahnung. So wie die nicht gestern so beim Aphrodonus, oder? Die einfach den ganzen Tag lang angestarrt haben. Ja, genau die. Hat Weida das eigentlich was mitgehen lassen, oder nicht? Weiß ich nicht. Jetzt überlegt, glaube okay, ich, Ruby, sie wollte ja, da nicht. Okay, Ruby, hast du da was mitgehen lassen, wenn du schon so lachst? Hast du was Schönes gefunden? Ab und da, zu? Oder wie? Ja, weißt du, da gab es so ein... Er ist Mitbringtag gewesen, ja. Bring dich mit und nimm was mit. Oder Zahl 1, nimm 2. Ja, genau, Zahl 2 an dem... Was mich zu der nächsten Frage bringt, was macht dann die Security da? Einen schlechten Job, offensichtlich. Na. Überbezahlte Dekoration, würde ich sagen. Ja, Ruby, warum druckst du da so rum? Muss ich einfach sagen. Ja, ab und zu fällt mir schon mal ein Oberteil zufällig in die Handtasche. Mhm. Ja. Oder auch mal ein paar Schuhe. Das kann halt passieren. Huch. Aber schon weniger geworden. Ich soll es nicht stören. Wir haben eh alle zu viel davon. Eine überteuerte Stadt, was soll ich sagen? Ja, ist so. Schauen, wo man bleibt. Bin ich ganz deiner Meinung. Boah, ich hatte mir vorher auch schon überlegt, ob ich mich bei der, also als Verwaltungsfachangestellte bewerbe. Okay. Ich habe mich bis jetzt noch nicht aufgerafft. Ja, ich habe mich bis jetzt nicht aufgerafft dafür. Sag mir doch mal ein schönes Zeichen für die Aztekas. Inwiefern? Irgend so ein Emoji. Okay. So eine Maske. Ja, warum nicht? Okay, ist eher eine Statue als eine Maske, aber egal. So, ich kann die unterscheiden. Und wo hast du vorhin Dusky hingebracht? Yes, der wollte da beim Vespucci PD rausgelassen werden. Okay. So, schon sind sie sortiert. Praktisch. Ich bin altmodisch, ich benutze Zahlen dafür.
bin ja mal gespannt, ob die was finden. Ein bisschen, ja. Die wartet auch schon mal drin. Sind auch Anzüge und sowas drin? Ab und zu, manchmal. Aber die sind nicht schön. Eigentlich, in der Regel. Also ich habe ein richtig geiles Abendkleid da mitgenommen. Also noch teilweise echt Sachen drin, die in anderen Läden echt teuer verkauft werden. Also, wenn man Glück hat, glaube ich, ja. Hast du schon mal überlegt, da was mitzunehmen und im Thriftshop zu verkaufen? Ja, aber weißt du was? Thriftshop macht dir dann einen Strich durch die Rechnung, weil die geben dir dann als Zahlung nur einen Gutschein vom Thriftshop. Das heißt, ich krieg kein Bargeld raus. Ich habe das schon ausprobiert. Ja, natürlich hast du das. Aber die geben einem dann nur einen scheiß Gutschein. Und das heißt, ich muss es ja dann sowieso wieder was kaufen. So. Ich erinnere mich daran, dass wenn ich jemals meine Steuererklärung machen sollte, dass ich das dich machen lasse. Ari. Gut, danke. Tschüssi. Denken ihr, wie die Arbeitszeiten sind in der Staatsanwaltschaft? Ja, wenn du da bist, bist du da, würde ich sagen. Ja. Yeah. Also, ich meine, die haben ja keine Öffnungszeiten oder so, weißt du? Also, nicht, dass ich es gelesen hätte. Ich habe da echt schon, also ich überlege schon seit einer Woche, ob ich mich da bewerbe. Aber dann dachte ich mir so, puh. Hör ich mir das an? Irgendwo, nein, hier war es nicht. Da. Oh, ich bin noch mit dem Arbeitsaccount eingeloggt. Moment. Was mit Richterschaft? Da, Richterschaft, genau. Öffnungszeiten zwischen 18 und 0 Uhr in der Regel steht hier. Man ruft dran und fragt nach, ob es Öffnungszeiten. Oder soll ich anrufen? Ich rufe an. Nein, nein. Ich habe nur gedacht, vielleicht wisst ihr das, weil. Man kann auch Lilly fragen, vielleicht wissen die das. Sowieso alles. Lilly und Child. Das könnte ich sehr aufräumen. Aber 18 bis 0 Uhr, das ist schon lang. Ja, aber wenn du halt nicht kannst, kannst du nicht. Ja, aber vielleicht möchte ich insgesamt nur ein oder zwei Stunden arbeiten. Also weißt du, vielleicht will ich nicht von 18 bis 0 Uhr. Ja, deswegen sage ich doch, du bist da, wie du Zeit hast. Wenn du Zeit hast, bist du halt nicht da. Wenn das für die okay ist, dann kann man sich das wirklich dann überlegen. Scheint so dieser Spirit zu sein in der Stadt. Ich möchte irgendwie. Ah, nee, sehe ich nicht so. Was siehst du nicht? Das sehe ich irgendwie nicht so, dass ich jetzt nur auf der Welt bin zum Arbeiten. Keine Ahnung. Vielleicht schlagen wir uns irgendwann mal durch ohne Arbeiten. Das wäre natürlich ein Träumchen. Und wann kommt der Zeit, da kann man das Geld für sich arbeiten lassen. Geld bekommt nur der Geld hat. Leider ein ja, leider. Gesetz im Kapitalismus des Westens. Erstes Beispiel ist Easy Credit. Hast du kein Geld, bekommst du auch keinen Kredit. Ja. Hast du welches? Dauert es 2 Stunden und sie schmeißen dir dein Geld hinterher. Außer bei der Bank, die geben dir auch kleine Kredite, wenn du kein Geld hast. Stimmt, bis auf $5,000, oder? Genau. Was für Konditionen hat man da? Bei der Bank? Ja, genau. $300 in der Woche, musst du mindestens. Nee, aber zahlen. Zins meine ich jetzt. Boah, das weiß ich nicht mehr, aber. Tatsächlich wenig. Ich weiß es noch, als es aktuell war, dass es weniger war als bei Easy Credit.
Na krass, okay. Edequasi Credits sind 4% die Woche. Auf jeden Fall weniger, aber das ist jetzt nicht mehr Update. Ich habe das dann schnell verworfen, weil die dann wollten, dass ich mir jetzt schon ein Auto hole, wo ich nur keinen Führerschein habe. Und irgendwie fand ich das nicht so cool. Dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich das Auto dann wegbringen? Und die so, ja, ist ihr Problem dann. So, ja, okay. Wollte ich dann irgendwie nicht. Ich glaube, du kriegst hier echt Probleme, wenn du ohne Lappen erwischt wirst. Der wird $300 mindestens, ja. Ja, ja. Oder das bis heißt, $300 alles kostet immer, alles kostet immer gleich Geld. Jetzt nicht, dass da manchmal auch eine Verwarnung reicht oder so? Ich weiß es nicht, aber... Das sind die Geschichten, die mir erzählt wurden. Kurz telefonieren. Okay. Überall so Wandgemälde, ne? Hier hinten habe ich eins gesehen. Die Hustlers oder so. Die irgendwas gekreuzt haben. Da vorne ist ein großes, das definitiv, wenn der da nicht da ist. Das weiß mein Char nicht. Da vorne ist noch ein zweites. Dem bin ich mir aber unsicher. Ich glaube aber, das ist auch neu. Da bei den Prolabs. Also Graffiti sind schon echt ein Ding. Lucky. Ja gut, warum auch nicht, ne? Boah, dieses rosa Auto, ne? Ja, fast schon weh. Das ist eigentlich lore-technisch, das ist auch eine City Holly, oder?
Der große Platz. Irgendein Plaza. Ja, da steht, glaube ich, drauf. Was mit To the Citizens von auf San Andreas oder so. Irgendwie sowas. Machen wir lang. Einfach da reinpacken, wo Platz dazwischen ist. Genau. Okay. Wie viel. Ich habe noch die lila Karo-Anzugsweste hier in der Hand. Sind sie echt eingeschlossen? Sind sie in den Franklin oder wollen sie die haben? Die würde ich auf jeden Fall. So, so sieht's aus, würde ich nehmen. Hier ist alles offen, ne? Kann ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, zu Prodina zu gehen oder gegebenenfalls auch zu Aphrodonis. Okay, sie werden gerade weiterempfohlen zu Brodinger und Aphrodonis. Wow. Also haben sie wohl nichts gefunden. Ja, gut. Ja, vielleicht andere Sachen. So. Ich dürfte denken dran, sich noch ein bisschen was anderes mitzunehmen, ja? Mit Sicherheit. Dann gehen das die Gesprächsthemen aus. Gilala hat offen. Da waren wir, das ist keine gute Idee. Okay. Nee, das war so ein Gejaule, so ein bisschen. I don't know. Okay. Depri-Gejaule-Musik war das, ja, irgendwie so. Mhm. Kurz danach war es weit schlecht. Man ist ins Bett gegangen. Oh, das hängt vielleicht damit zusammen, ja, ja. Ja, ja, glaube ich auch. Was ist denn Jakal Racing jetzt schon wieder? Naja, die haben auf alle Fälle einen schönen Euros in Grau. Ultune 64.000 Dollar.
Ding hatte sogar offen, aber nur bis 21 Uhr. Habt ihr schon herausgefunden, was diese Aura ist? Wie bitte? Ob ihr schon herausgefunden habt, was diese Aura ist? Nee, da steht immer nur irgendwas von Sun, oder? Mhm. Nee, noch nur gelesen bis jetzt. Wurde heute empfohlen, mir einen zweiten Job zu suchen. Von wem? Der Arbeitskollegen bei Winters Wäsche. Er selbst hätte drei Jobs und das sei ziemlich normal hier. Ja, wenn man da Zeit und Spaß dran hat. Obwohl ich dir vorschlagen wollte, auch bei Quickie Cleans mich zu bewerben. Ich oder was? Ja, zahlen die gut? Keine Ahnung. Achso. Den Chef hast du immer noch nicht erreicht. Ja. Nein, du sollst einfach eine Bewerbung hinschicken. Hinschicken, Mann. Gar keinen Bock. Ja. Habe ich mich ein bisschen aufgeregt darüber, dass hier alles überbürokratisiert ist. Da stand aber, ruf uns an oder so. Das. Ja, aber das Tequilala sucht tatsächlich. Die scheinen recht familiär zu sein. Nee, das sind irgendwelche Jaulmusik-Richtungen, da habe ich nicht so Lust. Für Autos drauf. Verkaufen? Weiß ich nicht, ob ich das kann. Aber doch bei Didis. Meinst du, ich stehe dann den ganzen Abend da vor der. Bin zu wählerisch. Ich bewerbe mich auch. Quickie Cleans oder so. Irgendwie mal gucken. Squeaky Cleans, nicht Quickie Cleans. Den meine ich ja. Also ein Cypher wäre auch schön. Aber der kostet sechsstellig. Was? Sechs? Shit. Okay. 1900 Meilen. Autsch. Ja, das ist... I don't know. Golf Tournament. Okay. Breaking News: Feuer am Del Perro Beach Motel. Okay. Busy with work, only available for pretty girls. Was? Du bist nicht verrückt, du bist ein Pudding. Was? Was zum. Also manchmal. Gott. Wieder demonstriert man. Langweilig. Aber mal so eine Werbetafel buchen. Was draufschreiben? Aber irgendwas draufschreiben, keine Ahnung. Wer das hier liest, ist doof oder so. Oh, das wäre wild, Mann. Irgendeine große, meinst du so? Ja, die ganz große, diese Häuserfront, weißt du. Oh, shit, ja, das ist gut. Das kostet bestimmt ordentlich. Dann können wir unsere Autos und alles verkaufen und zusammenlegen und das reicht immer noch nicht wahrscheinlich. So $1-2 wird schon kosten. Naja. Kann man ja vielleicht mal nachfragen. Aber es hält 28 Tage. Oh, das ist ja noch mal teurer dann. Danach ist das Geld weg. Oh. I don't know. Das überlegen wir uns noch mal, wenn wir Geld haben vielleicht oder so. Mhm.
Aber dann wäre das witzig, so, so irgendwelche blöden Gags oder so. Ja, oder einfach nur Hallo draufschreiben. Hallo. Und jeder wartet, dass da, wenn das Ding umschaltet, irgendwas kommt, aber da kommt einfach nichts. Oder hinter dir oder dreh dich um, nicht um oder so, irgendwie sowas. Ja. Wenn dann noch eine Werbetafel ist, dann wieder und so. Ja, genau. Klo-Tennis kenne ich auch, ja. Kennst du Klo-Tennis? Nee. Nee. Wenn du auf öffentlichen Toiletten bist, steht der manchmal auf der linken Seite, guck rechts. Auf der rechten Seite steht, guck links. Ein Klo-Tennis. Macht Sinn. Okay, du hast ihn nicht verstanden, gut. Ja, doch, jetzt so langsam. Mhm. Tennis auf dem Klo, ja, gut. Blick-Tennis sozusagen, ja. Hallo Möhre. Ja, ich würde echt gerne nach Hause, aber... Brauchen ja, die sind ewig. Dann lang beschäftigt trotzdem irgendwie. Ja, scheint einiges mitgenommen zu haben. Wollen. Haben, ja. Also kurze Frage. Wenn ich jetzt hier bei Venture die Werbung ausblende, ist der Venture leer? Das ist dann sehr, sehr leer, glaube ich. Ja. Ich sehe ja wirklich nur geöffnet, geschlossen. Leider gibt es da so nervige Posts, wo dann News oder Public Information dabei steht. Und die verschwinden irgendwie nicht. Die sind dann oben immer angepinnt. Ein bisschen nervig. Verhandlungsspiegel morgen. Morgen gibt's zwei Verhandlungen. 18:30 und 19:30. Strafverfahren. Widerstand gegen Verstärkungsbeamte. Entziehung polizeilicher Maßnahmen. Okay. Wo ist der Unterschied? Die gucken echt jedes Kleidungsstück, glaube ich, an. Ja, Lulli, das wird heute nichts mehr für mich, glaube ich. Mein Bruder ist auch braucht zu lang, meinst du? Ja. Ich wollte eigentlich auch um 23 Uhr schlafen. Ja, okay. Nun. Ja. Kann sich ja vornehmen, so. Queen of Vespucci. Dunca me romperas. Okay. Will ich mal was auf Chinesisch unterschreiben? Meint ihr, das kommt gut? Ich weiß nicht. Oder brauche ich denn auch einen Grabstein, weil meine Zeit abgelaufen ist? Ja, jetzt bin ich schon bei der ersten Seite und ich bin schon bei gestern. Okay, Animationen gehen nicht. Ey, ihr sollt nicht den ganzen Laden mitnehmen. Ja, wir sind sofort fertig. Sofort fertig, ich zitiere. Ja, mal schauen, was sofort ist. Ich
werden die einfach absetzen sollen und selber ins Lidias fahren sollen. Ja, wie war dein Tag, Möhrchen? Wie war der Dienst? Wäre eine Möglichkeit gewesen, glaube ich. Ja. Jetzt trinke ich eine Tequila, rauche einen Joint und werde wieder nüchtern. Oh, ja, das wohl. Ja, doch, doch, gerade so. Irgendwie. Vielleicht auch zwei Tüten, wer weiß schon. Von was für ein Zeug? Weißt du, da sind wirklich Fußnägel in diesem Zeug drin? Und Achselhaare? ich habe es noch nicht probiert. Ich habe drei Tüten davon zu Hause, keine Ahnung. Ich glaube es nicht, aber so eine Marketing-Strategie, glaube ich. Dieses Halloween von dem Typen vom Thrift-Shop gekauft. Weißt du, was ist, wenn da, keine Ahnung, Wimpern drin sind oder so, Ohrenschmalz oder so? Da darf man sich, glaube ich, keine Gedanken drüber machen, sonst hat man keinen Spaß mehr. Glaube ich. Ja Leute, ich glaube, ich mache jetzt aus, weil ich werde eh nur noch heimfahren. Ich mache jetzt einfach aus. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Danke euch fürs Zugucken und wir sehen uns die nächsten Tage, ja? Macht es gut, macht euch noch einen schönen Restabend. Wir sollen einfach rüber raiden. Guck mal, wer da ist, ja? Ja, ich schick euch zu Mats. Was macht er denn gerade? Ich will es gar nicht wissen, ich will es gar nicht sehen. Ich weiß gar nicht, was ich eingeben muss. Prost. Ist das funktioniert? Jetzt aber. Ja, sah nicht schlecht aus. Also, ein bisschen eng vielleicht, aber.